ohne große Umschweife. So, damit wir hier auch gar nichts verpassen. Die ersten Bands sind Gragas und Thresh. Das ist nichts Ungewöhnliches bei, auch wenn ich sagen muss, dass Thresh jetzt kein Support ist, den du zwingend bannen musst. Natürlich ist er immer gut, ja, je nachdem, wie gut der Spieler ist, aber er ist halt super flexibel und passt halt auch zu sehr vielen AD-Carries. Gegen Rakan wäre ein cooler Pick, weil du mit ihm, mit der E, den Knocker von Rakan zum Beispiel ziemlich easy unterbrechen kannst und so. Aber nicht zwingend eigentlich ein Bann wert. Trotzdem hat man ihn hier rausgenommen. Auch sehr früh, muss man sagen. Saya nimmt man jetzt auch noch raus. Dann auf der anderen Seite Orianna Gragas. Orianna kann ich hundertprozentig verstehen, weil die ist halt einfach so strong, gerade für Teamfights. Gragas ist halt wie in den letzten, oder in den vorletzten beiden Spielen. Ja, im letzten war ja kein Gragas zu sehen, aber im ersten und im zweiten Spiel von Team Wind and Rain haben wir Gragas gesehen, sowohl auf Toplane als auch im Jungle, und da hat er wirklich gut performt. Und Jayce wird jetzt auch noch rausgenommen. Ich würde mir vielleicht einen Galio Toplane wünschen. Natürlich sind Tanks auf der Toplane immer nicht so spannend. Aber ich finde Galio momentan ziemlich strong. Hat einen guten Wave Clear, hat vor allem gute Möglichkeiten, das eigene Team zu beschützen. Und wenn du das mit LeBlanc oder so kombinierst, da gibt es schon coole Möglichkeiten. Sieht man ein bisschen zu selten. Aber natürlich, man spielt halt das, was wirklich einfach und zuverlässig funktioniert. Also eine Galio-LeBlanc-Kombo, weil du kannst mit Galia zum Klon jumpen, ist halt immer nicht so leicht umzusetzen. Lulu wird hier gepickt, obwohl sie ein kleines bisschen genervt wurde auf 7.10. Also wir befinden uns auf 7.10 momentan. Aber sie ist halt immer noch trotzdem sehr, sehr stark. Also da kann ich verstehen, dass man sie pickt. Auch Caitlyn, einer der besten AD-Carries auf dem Patch, die im letzten Spiel immer zurecht gebannt wurde. Und da hat man sich jetzt schon mal eine ziemlich starke Botlane sichern können. Mal gucken, wie Zac performt. Haben wir heute auch schon einmal begutachten können. Und ich finde den neuen Zac ziemlich cool. Du hast sehr viel CC. Auch gute Engage-Möglichkeiten. Man sollte aber noch irgendwas dazu nehmen, was ihm den Engage so ein kleines bisschen erleichtern kann. Nochmal genau eine Ashe zum Beispiel, mit dem du den Gegner schon mal vorher stunst. Oder von mir ist auch ein Support, der nochmal ein bisschen CC mitbringt. Karma wäre hier gut in der Lane, um Ashe da zu unterstützen und da ein bisschen dominanter zu sein. Und ich glaube, das ist auch die richtige Variante. Ja, Caitlyn kann zwar gut gegenhalten, aber Ashe Karma sollte hier ein bisschen stärker unterwegs sein. Lulu, weiß ich nicht, wenn sie mit Thunderlord spielt, kann sie auch ziemlich gut traden. Dann wird es gefährlich. Wenn sie mit Blessing spielt, dann sollte diese Lane ganz gut für Ashe und Karma verlaufen. Die sind im Jungle, gibt es nichts dran auszusetzen. Auf jeden Fall stark im Early Game, wird im Late Game ein kleines bisschen abfallen. Da würde dann halt hauptsächlich auf die Ult reduziert werden. Aber ansonsten ist ja immer noch ein grundsolider Pick. Grace wurde auch gebannt, deswegen wird man den hier nicht sehen. Grace wäre immer noch super stark. Es wurden zwar auf 7.10 seine Grundwerte ein bisschen angepasst, wodurch er im Early nicht mehr so stark ist, aber er wäre im Late Game halt immer noch super strong gewesen. Gangplank wird rausgenommen, wie in den letzten Spielen, immer stark. Einfach, weil du diese globale Präsenz hast. Du kannst versuchen zu split pushen und hast halt immer noch deine Ult, um deine Teammates zu unterstützen. Und ich habe das Gefühl, dass hier eher Carries auf der Toplane gespielt werden wollen. Und nicht irgendwelche Tanks, wie ich halt gesagt habe, wie es mit Galio oder Shen zum Beispiel noch eine gute Möglichkeit wäre. Man geht hier auch nicht auf Protect the AD Carry oder so. Also ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht noch sowas wie Klett bannt, was halt sehr stark wäre. Gerade Klett Karma wäre strong, hier sieht man Galio bannen. Ja, muss man aber nicht. Es gibt halt wirklich super viele Möglichkeiten. Galio rauszunehmen ist insofern ganz, ganz klug, wenn du so ein bisschen Protect the AD Carry Compet spielen wollen mit Caitlyn. Gleichzeitig ist es bei Galio, ist es ähnlich wie bei Gragas. Er ist halt ein Tank, hat aber kaum ein schlechtes Matchup auf der Toplane, weil er sehr viel Wave Clear mit sich bringt. Und du hast halt die Möglichkeit, mit Galio sogar ziemlich gut zu split pushen später, weil du halt mit der Ult zumindest von einer Lane zur benachbarten gut rankommen kannst. Also, sie ist halt nicht global, glücklicherweise. Aber ja, jetzt auch noch Shen rausgenommen. Gut, beide Toplaner, die ich für eine Protect-Comp angesprochen habe, hat man hier nochmal gebannt. Ich denke eher, dass wir... Also man könnte noch einen Tank spielen. Ne? Es gibt halt noch ein paar Tankmöglichkeiten mit Nautilus zum Beispiel, weil der wurde halt auch hart genervt. Also da sehe ich eher die Carries. Rumble wäre dafür gut oder ist dafür sehr gut geeignet. Er bringt sehr viel Wave Clear mit. Du hast auf eine gewisse Art und Weise auch ein Engage im Teamfight. Fizz ist dagegen eine beliebte Möglichkeit gewesen, aber Fizz wurde auf 7.10 genervt. Ja, vor allem der Tank-Fizz leidet natürlich darunter sehr, weil der Grundschaden runtergegangen ist. Selbst wenn das Scaling hochgegangen ist, du brauchst irgendwie um die 300, 400 AP oder so, um da auf bessere Werte zu kommen, praktisch bei der W ist das, glaube ich, bei dieser Wunde.
Was natürlich bedeutet, dass der Tankfist oder der Off-Tankfist dann niemals hinkommen wird. Das ist für ihn natürlich sehr schade. Bedeutet aber auch, dass man Rumble jetzt ein bisschen sicherer picken kann. Kennen ist auch raus, was sonst auch ein relativ beliebter Pick war. Man sollte sich jetzt versuchen, einen Carry zu sichern, der gut ins Late-Game skaliert. Sowas wie zum Beispiel Camille. Fiora wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen, aber Camille kommt gegen Rumble, glaube ich, ein kleines bisschen besser klar, weil du halt einfach mit diesem Dash die Möglichkeit hast, im Notfall immer rauszukommen und auch eine ziemlich starke Combo hast. Als letztes dann Victor. Victor gegen LeBlanc. Ja, Rice wird ja nicht mehr so gerne gespielt. Eigentlich war Rice immer ein Charakter, bei dem man gesagt hat, der wird als Counter zu LeBlanc angesehen und sehr oft gegen sie gepickt. War auch sehr lange der Fall, bis man dann einfach Rice wieder genervt hat und jetzt ja, ist LeBlanc halt einfach zu stark für ihn. Vor allem im Early. Deswegen Victor, mal gucken, wie der sich machen wird. Auch Camille, ich habe es im letzten Spiel ja gesagt, man hätte, weil man ja einen Split-Pusher haben wollte und auf der Top-Lane einen starken 1v1-Champ, man hätte im letzten Game auch Camille picken können bei Wind and Rain, hat man sich aber dagegen entschieden. Hier hat man sie genommen, mal gucken, wie sie performen wird. Ich habe sie auch schon ein ganzes Weilchen nicht mehr gesehen. Am Anfang des Splits letztens wurde sie andauernd gebannt, weil sie so overpowered war und dann wurde sie irgendwann schon gar nicht mehr gespielt, weil sie zu schwach war. Es kommt drauf an, wie man hier Camille und Zac einsetzen kann. Weil LeBlanc, die sollte ganz gute Chancen haben. Es wird wieder die Hextech Gunblade-Variante werden, denke ich mal. Oh, ich sollte vielleicht auch nochmal auf mich rüber switchen, dass ihr nicht wieder den schwarzen Bildschirm begutachten müsst die ganze Zeit. Ja, mal gucken. Ich bin gespannt. Ich bin mir halt noch nicht sicher, wie ich die Teams einschätzen soll, weil ich von denen halt selber noch nicht so viel mitbekommen habe. Logischerweise. So, wir können rüber switchen. Da, ja. Da sehen wir dann natürlich die Loading-Screens oder die Skins von den einzelnen Charakteren. Und auch nochmal vielleicht für die Leute, die sowas interessiert. Es ist kein LAN-Wettkampf oder so. Ja, das findet halt online statt. Aber aus den Gaming-Häusern der einzelnen Teams. Also so ein bisschen Kontrolle hat man da auf jeden Fall. Ist aber auch ehrlich gesagt jetzt nicht... ja, das ist das wichtigste Tournament, wo du dir extra einen Standort versuchen müsstest, weil es geht halt darum, natürlich, wer in die Challenger Series einzieht. Für die Teams ist es unfassbar wichtig. Es ist halt kein so ein Riesen-Event. Ja, man scheint jetzt komplettes Team nach vorne zu gehen. Man hat ganz gute Möglichkeiten, mit der Team kommt, die Gegner zu catchen. Du hast halt Slows ohne Ende. Du könntest mit der Shane mit LeBlanc anfangen, auch wenn du das in der Lane eigentlich nicht willst. Okay, wurde man da schon gespottet? Weil der Nebel des Kampfes wurde gerade nicht für eine Seite eingestellt. Könnte knapp gewesen sein. Zac versucht hier gerade so ein kleines bisschen zu baiten. In der Hoffnung, dass halt Victor von der Midlane dazu kommt, ja, von hinten versucht auf Zac zu gehen und dann die Team jetzt natürlich Victor abfangen können. Das funktioniert so aber nicht. Aber man hat den Stun und den Slow von Camille. Ja, Stun von Camille, Slow von Ash Autotex, der hinterher kam, aber es hat nicht gereicht. Hat man da die Karma Q gleich genutzt? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, weil eine aufgeladene Karma Q, also durch die Ult verstärkte Karma Q und Ignite hätten hier für einen Kill sorgen können. Aber gut, ja, dann hat man zumindest den Flash von Lee Sin bekommen, hat ihn so ein kleines bisschen delayed. Der braucht auf jeden Fall länger. Aber ansonsten ist nicht so viel passiert. Oh, der geht sogar erst Half-Life da, also fast Half-Life dahin. Kann man natürlich machen, um die Zeit nicht zu wasten. Er hat jetzt ein kleines bisschen länger nur gebraucht, um Full-Life zu sein. Und das hätte er sich sogar erlauben können. Aber gut, wer nicht will. Ah, der hat schon. Man spielt hier so ein bisschen auf höherer Schwierigkeitsstufe. Sie hat wirklich Mantra-Q gemacht. Okay, das habe ich nämlich nicht mitbekommen. Sah irgendwie so ein bisschen strange aus. Aber gut, wenn man Mantra-Q schon draußen hatte, dann hätte sich auch Ignite auf keinen Fall mehr gelohnt. Victor in der Midlane. Mal gucken, wie der sich gegen LeBlanc machen wird. Eigentlich war Victor mal eine ganze Zeit lang super beliebt. Es gab auch super viele Victor-Mains, gerade in der LCK. Aber dann wurde er so ein kleines bisschen genervt. Die anderen Champs haben sich halt einfach als besser ausgestellt, vor allem in den aktuellen Teamcoms. Und dann wurde Victor immer seltener gespielt.
Wenn du Victor aber noch gut beherrschst, hast du auf jeden Fall sehr viel Impact. Der große Nachteil bei ihm war, dass die Ult nicht mehr so stark war wie früher. Obwohl ich bei Victor, glaube ich, gar nicht hundertprozentig aktuell bin, wann er das letzte Mal angepasst wurde, beziehungsweise also eine richtig harte Änderung erfahren hat. Kate noch mit dem neuen Skin. Ja, da hat man gleich mal ein bisschen Geld ausgegeben, um zu zeigen, was man hat. Wenn man Pro-Spieler ist, kann man das ja ruhig machen. Ich finde es gut, dass es kein Skin wie der Ezreal geworden ist. Also, dass es kein Legendary-Skin praktisch ist. Also wie DJ Sona oder so, weil man hat versucht, bei den Skins wie DJ Sona und Spirit Guard Udi und so immer ein Thema zu nutzen, was es noch nicht gab. Also nicht zwei Skins vom gleichen Thema zu machen. Und das wäre halt ein bisschen strange gewesen, wenn du jetzt auf einmal zwei Pulsefire-Skins gehabt hättest, die so krass gewesen wären. Die vor allen Dingen so viel gekostet hätten. Ich meine, der Preis ist jetzt schon hoch genug. Der Toplane hält sich Camille ganz gut. Und wir haben auch schon tatsächlich ein paar Camille-Spieler gesehen, die in Rumble fertig machen konnten, bevor sie ihre Core-Items hatten. Ja, normalerweise Camille ja immer noch jemand, der gerne Trinity baust. So ein bisschen wie Fiora eigentlich. Die sind sich da sehr ähnlich. Jetzt versucht man die zu traden. Du kriegst natürlich den Schild, der die Trades wesentlich angenehmer macht. Und da muss man sagen, Camille ist einfacher zu spielen später im Teamfight. Also so ein bisschen koordinierter, sag ich mal. Weil du hast den Zac, den du als Engage nutzen kannst. Am besten als Follow-up auf die Ash-Ult, deren Tank ist, der die Frontline ist und die Carries versucht reinzutragen. Camille versucht, die gegnerischen Carries rauszunehmen. Rumble ist da ein bisschen schwieriger, weil du hast jetzt bei DLC keinen Tank. Und du hast auch nicht die Möglichkeit, sag ich mal, einen guten Engage zu finden. Natürlich, Lee Sin könnte reingehen mit dem Kick. Wäre cool. Ist nicht so leicht, aber da kannst du dann halt versuchen, das wieder mit Lulu zu kombinieren. Also ein bisschen künstliche Tankiness dazu zu bekommen, nochmal ein Knock-Up etc. Aber an einen Ebene als Engage einzusetzen, ist extrem schwierig. Also Rumble ist halt sehr stark, auch was den Damage von ihm angeht, Waveclay etc. Aber schwierig auszuspielen, sage ich mal, in den Teamfights. Vor allen Dingen im Verhältnis zu Camille. In der Midlane ist LeBlanc noch ganz gut dabei, was den Farm angeht. Also da nimmt man sich gerade noch nicht so viel. Ich bin gespannt, wo es da hingehen wird. Also das Victor-LeBlanc-Matchup habe ich, glaube ich, so noch nie gesehen. Zumindest nicht auf einem der aktuellen Patch. Ja, früher schon, aber jetzt noch nicht. Auf der Top-Lane jetzt mit dem Slow angefangen. Damit kannst du auch gut traden. Es ist nur nicht leicht für Rumble. Also man merkt ja, normalerweise hast du, wenn du mit Rumble gegen Tank-Toplaner spielst, ein bisschen bessere Karten. Ja, früher, wo du noch Nautilus oder so hattest. Bloß dann kamen die Fizzpicks gegen Rumble, wo du mit Rumble auch nicht so gute Karten hattest. Gegen Camille, da kommt Camille auch ganz gut klar. Also es ist nicht mehr so eindeutig in der Lane. Er pusht zwar immer noch ran, aber es ist nicht mehr so strong wie früher. Und im Late Game ist es halt schwierig, ihn zu verwenden. Vor allen Dingen, weil er irgendwann so Probleme gegen Camille bekommen wird, dass er den Einebner, also die Ult von ihm praktisch, eher zum Waveclay benutzen muss, um in Sicherheit und am Tower bleiben zu können. Das ist schwierig. Aber es ist noch ein Weilchen bis dahin. Also, ja, wir sollten hier noch nicht sagen, dass irgendwas entschieden ist, auch wenn Lee Sin zum zweiten Mal in diesem Spiel seinen Flash schon nutzen musste. Auf der Top-Lane versucht man immer weiter auf Camille raufzugehen, aber du hast keinen Kill-Pressure. Ja, Camille ist halt sehr mobil, schafft es auch im Gegensatz zu anderen Champs halt nochmal Rumble zu slowen und dann mit dem Dash wegzukommen. Und wenn sie später ein paar Items hat, dann wird sie auch gegen ihn im 1v1 fighten können. Morph and Mortius wäre natürlich eine Möglichkeit. Und man guckt jetzt, worauf der Fog of War eingestellt ist, okay. Was soll ich sagen? Morph and Mortius, genau, wäre eine Möglichkeit, also um so ein bisschen Magieresistenz zu kriegen. Wir haben aber auch schon tatsächlich Camille-Spieler gesehen, die halt auf eine Geistessicht gegangen sind zum Beispiel, weil es dich nochmal ein ganzes Stück getankiger macht und nicht so aggressiv ist. Eigentlich ist bei Camille eh sowas wie Trinity Force in einer Hydra, wobei es da halt drauf ankommt, welche du nehmen willst. Es gibt halt die Möglichkeit, mit Titanic zu spielen oder der normalen. Ich finde Titanic ein bisschen besser. Und dann halt ein Tank-Item. Dann bist du halt schon ziemlich gut im Spiel dabei. Oft war es, glaube ich, zu der Zeit, wo sie noch wirklich öfter gespielt wurde oder halt auch gebannt wurde, weil sie so strong war,
Trinity, Hydra und dann sowas wie Randuins oder halt auch Geistesicht oder so, je nachdem, was sich angeboten hat, ja, zu dem dementsprechenden Gegnerteam. Und ich denke, ähnlich wird es auch hier laufen. GA, auch ein Item, was du auf E jetzt noch lieber baust eigentlich, weil du nochmal ein bisschen bessere Stats dazu bekommst. Es ist ja nicht mehr so wie früher, dass du nur diese Resistenzen kriegst. Und du musst mit Camille halt später eigentlich eh rein auf den gegnerischen Carry. Ansonsten, man hat mit Tiamat angefangen auf der Top-Lane, um die Wave ein bisschen besser clearen zu können. Ist nichts Ungewöhnliches dabei. Man könnte trotzdem Richtung Trinity gehen als nächstes und das Tiamat praktisch lassen einfach, um, wie schon gesagt, mehr Wave-Clear zu kriegen. Gegen Rumble ist das sehr, sehr wichtig, wenn du nicht die ganze Zeit rangepusht werden willst. Ansonsten haben wir einen... Oh, wir haben einen Sack mit dem dunklen Siegel. Kann man machen. Ja, du bekommst auch mehr Heal. Es funktioniert, aber die Stacks zu bekommen wird halt ein bisschen schwierig, wenn du nicht gerade die ganze Zeit Dauergänken gehst. Und das macht hier Mute nicht. Kann aber auch nicht wirklich. Rumble, den könnte man vielleicht sogar abfangen. Man versucht jetzt in der Mitte raufzugehen. Zack versucht sich zurückzuziehen, wird aber stark verlangsamt. Jetzt muss Camille mit dem Stun kommen. Schafft das auch nochmal gut, um hier den eigenen Jungler zu beschützen. Es war gut, dass Zack tatsächlich da war. Selbst wenn er so viel Schaden bekommen hat. Wenn er nicht da gewesen wäre, hätte Rumble wahrscheinlich nicht rechtzeitig gesehen. Okay, eine Ward war da, ja, aber die ist halt nur wegen Zack da. Du hättest sonst nicht rechtzeitig mitbekommen, dass man versucht, auf LeBlanc zu gehen. Und für die wäre es dann ein bisschen knifflig gewesen, wegzukommen. Weil natürlich hat sie viel Movement und sie hatte auch noch sehr viel Leben übrig am Ende, als sie gerade in der Midlane zu sehen war, kurz. Aber mit einem Einebener oder so von Rumble, ich glaube, das hätte ordentlich wehgetan. Der gute Crowny mit der Caitlyn. Und Caitlyn hat den großen... Vorteil, dass man sie halt aggressiv spielen kann oder defensiv mit den Traps. Also wenn du belagert wirst, kannst du dich natürlich auch zur Wehr setzen, indem du die Traps platzierst. Könntest du auch, wenn du angreifst, aber hier ist man halt einfach hin. Und das habe ich am Anfang in der Pick-and-Bun-Phase schon so ein bisschen angekündigt oder predicted, dass halt einfach Ashe Karma eine dominantere Lane ist als Caitlyn und Lulu. Natürlich sind die beiden immer noch stark, Caitlyn und Lulu, aber Ashe ist an sich einer der stärksten oder wenn nicht sogar der stärkste AD-Carry in der Lane und dann noch eine Karma, die so viel Poke hat. Da kann man schlecht gegenhalten. Oli Sin wird hier jetzt gespottet werden. Hinterher zu gehen, wäre ein bisschen gewagt. Die Sin hat zwar keinen Flash, also die Wahrscheinlichkeit, den diesmal zu bekommen, wäre gar nicht so gering. Aber er hat immer noch seine Warjump-Möglichkeit und die Botlane wäre halt schnell da gewesen. In der Midlane ist die Kette daneben gegangen, sonst hätte das sogar ein Kill werden können. Ah, da hat Victor auch ersichtlich Probleme. Der gute Maggi Felix ist da... Vom Farm her, 10 Farm vorne und man hat halt gesehen, wenn die Shane gesessen hätte, wäre es wahrscheinlich ein Kill gewesen. Victor so langsam so weit, dass er seine Fähigkeit noch upgraden kann mit dem Stab. Was für ihn halt immer noch das Wichtigste ist. Deswegen wird Victor auch gar nicht mehr so gerne gespielt, weil du halt mit ihm immer ein Weilchen brauchst. Du musst halt die Stab-Upgrades holen, um wirklich effizient zu sein. Zumindest das erste brauchst du halt, um effizient die Wave clearen zu können. Ja, mit deinem Laserstrahl, weil der sonst nicht nochmal diesen zweiten Schaden macht. Oh. Cool, dass du mit Lee Sin von alleine an den Rücken des Heralds rankommst. Wusste ich noch gar nicht. Auf jeden Fall eine coole Mechanik. Auf der Top-Lane will jetzt 6 sofort dazukommen. Stun von Camille ein bisschen früher. Man schafft trotzdem da, Rumble drin zu halten. Mit dem Flash kommt man auch nochmal aus dem Einebener raus. Und damit First Blood hier für Camille. Was für sie wirklich ein guter Start ist. Aber in der Zeit versucht sich Lee Sin einfach den Herald zu holen. Und den sollte er eigentlich auch kriegen können. Krass. Auf jeden Fall strong hier von... oder stark hier von DLC Airwax gespielt. Das war nicht schlecht. Also sich den Solo zu holen, Respekt. Geht mit jedem Champ. Ja, aber es ist halt schwierig, ne? Also du kannst natürlich auch versuchen, weil er diese inzwischen diese Fight-Animation hat, wo er kurz stehen bleibt, einfach um ihn rumzugehen. Alles, was so ein Dash hat oder so, macht das gut machbar. Macht das gut machbar. Bester Satz überhaupt. Aber mit Lee Sin hast du tatsächlich die Möglichkeit, da genügend Schaden zu machen. Ivan zum Beispiel würde sowas nicht schaffen. Graves, weiß ich nicht, ob der nicht ein bisschen zu langsam ist, um das wirklich alles richtig treffen zu können. Aber Lee Sin ist dafür erstaunlich gut geeignet.
Es ist echt mittlerweile so Standard und einfach geworden. Krass. Ja, da merkt man, dass ich halt doch auf den Patches ein kleines bisschen hinterhergeblieben bin. Einfach, weil ich vorher die ganze Zeit MSI und EUCS und alles gecastet habe und es da so noch nicht zu sehen war. Aber ich finde es cool, wie die Leute sich immer weiter mit dem neuen Herald beschäftigen und ihn halt auch immer mehr zu schätzen wissen. Weil früher war er komplett unbeliebt, niemand wollte ihn spielen oder halt irgendwie versuchen zu machen. Außer du warst richtig krass vorne und dann hättest du ihn halt nicht mal mehr zwingend gebraucht. Aber inzwischen gefällt mir sehr gut. Auch, dass du nur eine begrenzte Zeit hast, um ihn einzusetzen, um ihn zu aktivieren. Eine gute Mechanik von Riot Games. Ich glaube, ganz früher war es ja noch so ein Mini-Baron-Buff, wenn ich mich nicht irre. Für eine Person praktisch. Was dann doch zu unbalanced war oder halt auch nicht so krass von der Game-Mechanik her. Und das hier ist was komplett anderes. Was ich halt sehr, sehr cool finde. In der Midlane versucht man auf eine Blanc zu gehen. Die kriegt auch ordentlich Schaden, die Sin. Wow. Okay, da hat man gerade die Knöpfe in der falschen Reihenfolge gedrückt. Umso besser natürlich für LeBlanc, die kommt hier nochmal easy raus. Jetzt nutzt man aber den Herald, um pushen zu können. Eigentlich hat er geflasht, um die Ult halt vorher zu nutzen, ja, und sie Richtung Victor zu kicken. Als das aber nicht funktioniert hat, weil er auf der falschen Seite, sage ich mal, von ihr stand, hätte man eigentlich nicht mehr Ult drücken müssen. Weil ich glaube, die hat er auch später erst gesetzt. Und die Q dann hinterher war halt komplett nicht nützlich oder nicht notwendig, weil sie einfach nur in was eingetroffen hat. Und ja, das ist das erste Spiel des zweiten Best of Fives. Ja, da musste. Okay, da flasht sie und läuft dann einfach nochmal zurück rein in die Victor-Ult, um re-engagen zu können. Aber man kommt nicht mehr ran, weil Camille es nicht geschafft hat, ihren Dash praktisch, ihre Tech-on-Titan-Seile, sag ich mal, an die Wand zu setzen und dann Stun zu kriegen. Und Zek es nicht geschafft hat, weit genug zu springen. Ah, die Sin mit dem Warjump kommt hier nochmal raus, jetzt aber die Camille. Und da kann er nicht rauskommen, auch wenn die Q sitzt. Die kommt nicht rechtzeitig, um wegspringen zu können. Das ist der nächste Kill für Red Bull, beziehungsweise für die Red Bulls. Und der erste für Zek in diesem Spiel. Er wird jetzt auf die Mitte weiter pushen können. Der Drache ist nur ein Winddrache, deswegen lässt man den so ein bisschen außer Acht. Bei einem Bergdrachen oder bei einem Inferno-Drachen hätte man den jetzt gemacht. So versucht man die Mitte ein bisschen zu pushen. Jetzt will man doch nochmal für ein Re-Engage gehen. Schöner Knock-Up. Karmas auch noch. Die Zek-Ult, die war schön gesetzt. Damit kommen die Gegner nicht in die Sicherheit des Towers. Rumble kann man mit der Ash-Ult nochmal abhalten. Aber man kriegt keinen Kill, auch wenn die Gegner low sind ohne Ende. Man hat noch nicht genügend Damage. Vor allem was Flächenschaden angeht, bist du halt ein bisschen knapp bemessen bei den Red Bulls. Aber die holen sich in der Zeit zumindest den First Blood Tower auf der Botlane. Na, Toplane war es ein bisschen knapp. Da hat Rumble gut rangepusht. Der Tower wäre fast gefallen. Aber so First Blood Tower für die Red Bulls an dieser Stelle. Die Zek-Ult war schön. Also damit hat man die Gegner so lange nochmal vom eigenen Tower abgehalten, dass man sehr, sehr viel Schaden machen konnte. Es hat nur nicht ganz gereicht. Ein Autotag wäre es am Ende gewesen, den Lulu noch gebraucht hätte. Ja, Rumble muss sich jetzt zurückziehen, hat hier keine Chance mehr im direkten 1v1. Und der Herald, den die Sin in der Mitte genutzt hat, ist so ein kleines bisschen verloren gewesen. Du musst halt den Herald nach einer bestimmten Zeit nutzen. Ah, die Sin, der wird hier schon wieder gecatcht werden. Und der nächste Kill für Zek in diesem Spiel. Das Positioning von die Sin ist auch nicht perfekt. Aber man muss sagen, es liegt auch nicht nur an ihm. Ja, hier ist Red Bulls halt einfach gut dabei und schafft es halt immer wieder gut, so ein bisschen aufzuspüren, wo die Sin sich befindet und ihn dann halt zu catchen. Ganz am Anfang schon, ja, wo er geflasht hat. Und jetzt halt immer wieder. Und er jetzt nochmal auf dem Weg Richtung Mitte. Und ein Tower Dive ist natürlich gefährlich, aber Zek ist jetzt schon ziemlich gut dabei. Oh, die Ult interessant, um damit zurückzukommen. Hat die direkt danach natürlich den Jump noch ready, um nochmal wegspringen zu können. Der große Vorteil, wenn du erst die Ult nutzt. Weil der Jump ist höher als der Jump von der Ult. Damit verliert man jetzt zwar den T1 Mid-Tower und auch der T1 Top-Tower lässt nicht mehr lange auf sich warten, aber Zek ist nochmal rausgekommen. Gut, dass man da nichts versucht hat zu forcieren. Dass man sich gesagt hat, ey, wir haben jetzt nicht instant Victor getroffen, wir haben jetzt keine Möglichkeit, ihn direkt mit einer Combo
von LeBlanc zu bekommen oder mit einer Ult von Zac oder so rauszuziehen aus dem Turm. Wir ziehen es einfach zurück. Sehr clever gespielt. Aber so muss es laufen. Ich finde den neuen Zac nicht schlecht. Es war halt so ein bisschen die Frage, ist er nicht zu clunky, weil du zum Beispiel, um diesen Knockback zu kriegen, der ja auch zum Knock-up oder zum Stun wird so ein bisschen, noch ein zweites Ziel brauchst, was halt keine Wand oder so ist. Also, wenn du die Fähigkeit noch auf eine Wand nutzen könntest oder so, wäre es ganz cool. Ja, Maxim hat ja so gesagt, er würde sich wünschen, dass die durch die Minions durchgeht, damit du so ein bisschen besser Waves clearen kannst. Weil wenn die durch Vasallen durchgehen würde, dann hättest du halt nichts, um Gegner ranzuwerfen, außer anderen Champs. Und das wäre so ein kleines bisschen schwierig. Da könntest du halt im 1v1 wenig mitmachen. Und an eine Wand Gegner ranzuschmeißen, wäre, glaube ich, auch ein bisschen zu OP, weil du es halt überall kannst. Deswegen finde ich das Balancing gar nicht so schlecht. Und auch wenn du, wie vorhin, die Ult halt wirklich gut einsetzen kannst, um Carries zum Team zu tragen und nicht einen gegnerischen Tank oder so, dann finde ich den durchaus strong. Ist nicht mehr ganz so verwirrend, sage ich mal, wie der alte Zac, wo du die Gegner einfach auseinander hast fliegen lassen mit der Ult, sondern ist halt ein bisschen koordinierter. Und alleine, dass wir ihn schon in Competitive Matches mal wieder sehen, nach langer Zeit, deutet halt darauf hin, dass er momentan ziemlich stark ist. Selbst wenn er nicht perfekt ist vielleicht für die meisten. Es gab auch einige, die sie gesagt haben, so ein bisschen geht da der Spirit von dem Champ verloren. Dass du nicht mehr so eine crazy Ult hast. Ich finde die neue ziemlich cool. Ja, Zac wollte auch zum Team dazukommen, dass man sich den Mid-Tower holen kann, aber den wird man auch so auf kurz oder lang kriegen. Zwei Autotags. Vielleicht auch nur einen von Ashe. Von Karma wären es auf jeden Fall zwei. Vielleicht sogar noch mehr. Die macht halt einfach kein Damage. Da musst du dich vor den Traps in Acht nehmen. Bei denen wurde auch, glaube ich, schon ein bisschen diskutiert, ob man die nicht vielleicht so ein bisschen anpassen soll. So wie die Kog'Maw-Ult praktisch. Dass man die nicht einfach so setzen kann, weil du hast halt mit Caitlyn super gute Möglichkeiten, eine Lane zu schützen und schmaler zu machen, ja, die Gegner praktisch irgendwo hinzuzwingen, indem du einfach ganz schnell die ganzen Traps platzierst. Baron ist inzwischen gespawnt. Wäre also auch nochmal eine Möglichkeit. Und bisher läuft das Spiel ziemlich gut für die Red Bulls. Die liegen 3000 Gold, 3500 sogar vorne. Jetzt die Ashe-Ult in der Midlane. Trifft hier nichts. Trotzdem Camille da mit dem Stun. Und die ist schon ziemlich gut im Spiel, muss man sagen. Trinity Force jetzt fertig. Oh, Victor wurde da gestunt. Trinity Force hat sie jetzt fertig. Tiamat erstmal so gelassen, wie ich es vorhin gesagt habe, um Trinity Force praktisch auszubauen, um besserer 1v1-Champ zu werden. Tiamat war nur für den Wave-Clear da. Jetzt wird man Hydra ausbauen, dann Tanky-Item bauen und dann bist du halt super gut dabei. Und dann wird man im 1v1 eigentlich niemanden mehr ihr entgegenstellen können. Rumble kann versuchen, die Wave zu clearen. Victor könnte das auch probieren, aber es wird nicht leicht werden. Und dann kannst du halt einfach auf den Split-Push gehen. Mit LeBlanc ist das auch gut machbar. In dem 1-3-1. LeBlanc hat sogar Teleport dabei. Schöne Teamkombi, die hier die Red Bulls aufgebaut haben. Und da siehst du halt einfach das Problem von Rumble. Er hat im Nahkampf jetzt keine Chance mehr gegen sie und muss den Einebner nutzen, um die Wave zu clearen. Was bedeutet, du erkaufst jetzt zwar in der Lane ein bisschen Zeit und verhinderst dieses 1-3-1, hast aber die Ult von Rumble nicht mehr, um einen Engage zu finden oder halt, um die Gegner irgendwie nochmal von einem Teamfight abzuhalten. Weil die macht schon sehr viel Schaden. Die ist schon sehr beeindruckend. Deswegen ist Rumble immer so ein bisschen gefährlich als First Pick. Natürlich Fizz nicht mehr so stark, deswegen kann man ihn picken. Man hat auch Cannon rausgenommen zum Beispiel. Das war schon verständlich, warum sie das so gemacht haben. Hier der Flash von Rumble, damit der Knocker von Zac nicht kommt. Man schafft es nochmal, ihn so ein bisschen an den Vasallen ranzuklatschen. Aber keine Möglichkeit, hier einen Kill zu kriegen. Es ist ein sehr langsames Spiel. Und auch wenn es ausgeglichen scheint vom Vorsprung so ein bisschen, ja. 5000 Gold sind auf jeden Fall schon viel. Man wird jetzt auch noch ein Drachen bekommen, auch wenn es nur ein Winddrache ist. Aber es scheint nicht so viel zu passieren, sag ich mal. Flash von LeBlanc gut gemacht. Auch die Ashe-Ult hat hier nochmal Maggie Felix ein kleines bisschen Zeit verschafft. Ja,
Und Maggi Felix haben wir alle ja noch so ein kleines bisschen in Erinnerung. Früher bei Euronics Gaming und jetzt bei Red Bulls. Hat sich ja so inzwischen schon noch so ein kleines bisschen Namen machen können. Versucht jetzt wieder in die Challenger Series zu kommen mit neuem Sponsor. Bisher funktioniert das ziemlich gut. Auch wenn er nur eine Assist hat bisher in diesem Spiel. Wie schon gesagt, ist jetzt nicht so viel passiert. Vom Farm liegt er vorne. Kommt halt auch immer wieder weg. Und ansonsten erfüllt er seinen Job als Splitpusher ziemlich gut. Bei DLC wird schwierig. Die müssen sich jetzt erstmal irgendwie eine Taktik überlegen, mit der sie wieder nach vorne kommen. Und das wird schwer. Caitlyn hat zwar schon Hunans fertig und KDU, was bei ihr halt super stark ist. Aber sie in einem Teamfight am Leben zu halten, wird schwer. Weil die Red Bulls ziemlich viel CC haben, auch gut rankommen, gerade mit Camille zum Beispiel, haben halt auch leichte Engages, wo es bei DLC einfach fehlt. Ah, Ashe muss jetzt aus dem Stunfeld oder aus dem Gravitationsfeld rauslaufen. Heißt es ja, wenn ich mich nicht irre. Der Botlane jetzt LeBlanc, die versucht gegen Rumble zu fighten, kriegt den sogar fast. Zack jetzt mit dem Jump und es reicht für den Kill. 4:0. Zack inzwischen 3:0-1 in diesem Game. Und da wollen wir uns, glaube ich, alle nicht mehr die Frage stellen, ob Zack wirklich gut in dieser Meta momentan ist. Natürlich bekommt er gerade so ein bisschen die Kills auf dem Silbertablett serviert. Aber es funktioniert. Und der Vorsprung von den Red Bulls wird immer weiter ausgebaut. Zack jetzt wieder mit dem Tower, der Versuch in der Midlane. Jump trifft nicht. Auch der Slow, beziehungsweise die Knockback-Möglichkeit, trifft man hier auch nicht mehr. Muss sich dann versuchen, durch die Traps hindurch irgendwie zurückzuziehen. Aber Lee Sin, ne, der steht halt 0-2-0. Und Lee Sin ist halt ein Champ, der im Late wirklich abfällt. Du hast nicht mehr so viel Schadenspotenzial. Du hast auf jeden Fall nur noch die Ult, um irgendwie fürs Team richtig nützlich zu sein. Ja, du machst noch genügend Damage, klar. Aber nicht mehr so verhältnismäßig viel. Und da ist Zack halt tausendmal besser. Er hat viel mehr CC, ist gleichzeitig noch ein Tank. Und kann halt den Engages vom Team sehr gut folgen. Ob du nur die Ashe-Ult als Engage nimmst oder von mir ist auch Camille, ja, die einiges aushalten wird. Wobei ich mich gerade so ein bisschen... Na okay, sie kann jetzt erstmal die Hydra praktisch ausbauen. Und dann könnte sie, wenn sie wollen würde, sogar nochmal ein Damage-Item kaufen. Ist machbar, ja, wenn man wirklich gut im Spiel ist. Und weil die Gegner keinen richtigen Tank haben. Also ein bisschen Tanking, das wäre, glaube ich, auch nicht verkehrt. So, mit der nächste Drache hier für die Red Bulls. Das sind jetzt zwei an der Zahl. Einmal Winddrache, einmal Wasserdrache kriegen wir in diesem Overlay nicht angezeigt, aber... Ich versuche es mir natürlich immer zu merken. Und auch beim Farm ist man komplett durch die Bank weg vorne. Auf der Toplane ungefähr 10, das ist jetzt nicht so viel. Zack ein ganzes Stück vor die Sin, liegt auch daran, dass man ihn so down gehalten hat. Ja, LeBlanc hat sich schon abgezeichnet, dass man da deutlich vor Victor ist. Auch Ashe vor Caitlyn, weil man einfach dominant in der Lane war. Selbst wenn Caitlyn hier noch um einige stärker werden wird. Es hat halt in der Lane nicht gereicht. Und da wurde schon sehr, sehr viel entschieden. Ja, das RB steht für Red Bull. Red Bull... Ah, warte mal, ich sag euch, wie der komplette Teamname heißt. Red Bulls oder Red Bull LoL Team. Also ist zumindest das Icon von den Red Bulls. Jetzt die Ashe und die trifft schon wieder Lee Sin. Und der wird jetzt ziemlich stark fokussiert in diesem Spiel. Jetzt nochmal festgehalten von der Chain. Da kommen die nächsten hinterher. Jetzt muss man sich immer ein kleines Stück zurückziehen, weil da kommt Victor. Lee Sin geht rein, aber ein bisschen zu weit. Wird jetzt sofort CC'd werden. Lulu mit dem Knock-Up, mit der Tankiness für Lee Sin. Zack in der Trap und der versucht mit der Ult nochmal rauszukommen. Schafft das ganz gut, hätte glaube ich auch noch die Passive. Aber du willst natürlich nicht direkt in den Gegnern, in die Passive müssen. Dann würdest du auf jeden Fall sterben. Camille in der Zeit weiterhin auf der Botlane. Die pusht sich da einfach die Seele aus dem Leib, wird den Tower aber nicht kriegen können. Da ist Rumble sofort da und der sollte das zumindest für den Anfang verteidigen können. Er kann nicht lange da bleiben, weil er den einen Ebener nicht mehr hat, den Equalizer. Aber... später kann das auf jeden Fall. Und jetzt so ein bisschen die Wave zu clearen, ist für ihn halt machbar, weil er Sonyas hat. Ja, was halt heißt, ein Tower Dive ist ein bisschen schwieriger. Wir sehen es gerade, aber man holt sich jetzt einfach den Tower, dann kommt der Knock-Up, der nicht trifft dank des Flashes von Rumble. Ja, sehr, sehr knapp gewesen. Aber man hat den Tower bekommen. Insgesamt gefällt mir so die Teamcomp von Red Bulls ein bisschen besser, einfach weil sie leichter auszuspielen ist. Schon gesagt, die Sin wird abfallen oder fällt halt einfach ab. Man merkt es jetzt schon. Rumble durchzubringen ist halt immer super schwierig. Und dann einen richtigen Engage on der Frontline mit Zack zu haben, ist halt immer etwas leichter. Ashe skaliert auch super ins Late Game. Also selbst wenn Caitlyn hier sehr, sehr stark ist, weil sie auf Crits geht.
Ashe ist da fast genauso stark, jetzt nochmal einen Phantom Dancer reingeschoben. Man versucht die Gegner jetzt so ein bisschen zu flankieren. Es könnte funktionieren. Camille ist da, Ashe Ult trifft, auch Zac geht rein mit der Ult in Camille, in der Camille-Ult. Sieht ein bisschen strange aus, aber man bekommt hier zwei Kills ohne Probleme, vor allem in den Jungler. Der dritte wird von LeBlanc geholt und damit sollte man eigentlich ohne Probleme den Baron nehmen können. Zwar ist Rumble noch am Leben, der mit dem Einebner so ein bisschen nervig werden kann, aber viele Möglichkeiten, den zu stealen, gibt es halt nicht. Also mit ein bisschen Glück reicht der Damage von Victor und Rumble. Ja, Camille muss da aufpassen, geht jetzt über die Wand raus. Versucht die Gegner auch zu CC'en und Zac holt sich hier ganz einfach den Baron mit dem Smite. Auch den Victor kann man nochmal vertreiben. Man hätte ihn wahrscheinlich gerne getötet, weil er wenig Mana hat, aber da kann Camille auch nicht mehr rangehen, weil sie einfach zu low war. Aber gute Aktion von den Red Bulls. Und die LC wird sich im nächsten Spiel, glaube ich, so ein bisschen eine andere Teamcomp überlegen müssen. Das hört sich jetzt alles schon etwas endgültig an, sage ich mal. Aber 10.000 Gold Vorsprung ist schon ordentlich. Das aufzuholen wird schwer. Und wie schon gesagt, die Teamcomp gefällt mir ein kleines bisschen besser. Auch Lulu, man hat so ein kleines bisschen gemerkt, dass sie nicht mehr ganz so stark ist wie früher. Du kannst mit Lulu normalerweise, wenn du mit Wanderlord spielst... Oh, die Sin, die würde hier schon wieder gecatcht werden. Ah. Der arme Airwakes. Oder Airwakes. Ich glaube, Airwax ist die richtige Aussprache. Der wird aber auch einfach nicht in Ruhe gelassen, dieses Spiel. Es fallen nicht viele Kills, muss man sagen, aber die Rotationen sind von den Red Bulls einfach ein kleines Stückchen besser. Ja, sie haben halt auch Spieler dabei wie Maggie Felix, die halt schon ein kleines bisschen mehr Erfahrung haben, sag ich mal. Wobei bei Maggie Felix immer so ein bisschen das Problem war, dass er auf den größeren Bühnen so ein bisschen Probleme hatte, sag ich mal. Ein bisschen schüchtern war. Hier schon wieder die Ashe-Ult. Damit sollte man ohne Probleme eigentlich die Caitlyn bekommen. Die ist down. Den ersten Inhibitor wird man auch kriegen auf der Top-Lane. Holt man sich den anderen und dann, ja, geht man einfach nur noch durch. Victor down und das wird der Sieg werden. Es wird ein sehr eindeutiges erstes Spiel. Das war ein Stomp. Also auch wenn es nicht so viel Gefeite war. Ein bisschen langsam zwischendrin. Aber es war eindeutig ein Stomp. Wir haben jetzt noch mindestens zwei Spiele vor uns. Ja, das ist schon mal das Positive. Also da gibt's nicht viel weiteres zu erklären. Es lag im Endeffekt an der Teamcomp und dass Red Bulls hier ein bisschen besser gespielt hat einfach. Im Sinne von besser positioniert gewesen. So, besser positioniert gewesen. Ja, die kommt an sich schön ausgespielt, indem man die CC-Chains ordentlich aufgebaut hat, ähnlich wie ich es am Anfang so ein bisschen predicted habe, wie man es ausspielen sollte. Und wenn die so weitermachen, sind die ein wirklich ernstzunehmendes Team. Also, Respekt, Hut ab. Ich freue mich aufs nächste Game. Ja, wir gehen ganz kurz in eine Pause, sehen uns in 3-4 Minuten wieder. Ist jetzt wieder eine kurze Pause. Und dann haben wir schon das nächste Spiel vor uns. Bleibt dran, bis gleich. Macht das wunderbar! Was ist denn da los? Das war's.
da los? Ja, da sind wir wieder. Mit dem nächsten Spiel, ja, mit dem zweiten Game des zweiten Best of Five am heutigen Tag, und zwar spielen die Red Bulls gegen Team LDLC. Und im ersten Spiel war es doch wirklich ein Stomp, den da die Red Bulls hingelegt haben, muss man mal so sagen, denn ich glaube, am Ende war es 8-0 oder so, vielleicht sogar noch ein bisschen höher, ja, mit einem über 10.000er Goldvorsprung. Einfach sauber gespielt von ihnen. Lag auch so ein bisschen an der Teamkomp, weil sie halt einfach leichter auszuspielen war, sage ich mal, so ein bisschen klar definierter war. Rumble Toplane ist halt so eine Sache, wenn du nicht gerade Huni bist oder, keine Ahnung, Profit oder, keine Ahnung, nimmt beliebige, gute Toplane aus Korea, Smap zum Beispiel oder so, dann ist es schwer, den immer perfekt in der Teamkomp praktisch einzubringen, so dass du mit ihm auch ordentlich im Teamfight was anfangen kannst und nicht irgendwann, wenn du einen Carry gegen dich hast, sowas wie Camille zum Beispiel, so ein bisschen zurückfällst und die Ult eher nutzen musst zum Wave-Gear. Das war so ein bisschen schade, dass es dazu gekommen ist, aber es war halt ein kleines Spiel. Also gibt es nicht so viel dazu zu sagen. Ja, was für euch vielleicht nochmal ganz interessant ist, weil ich es immer wieder lese. Die Sachen mit Karl und LCK etc. Es gibt auf der Summoners Innenseite, ja, die Summoners Internetseite, ganz normal, bei News, ganz oben, seht ihr auf der linken Seite der vierte Artikel, Summoners Inn Änderungen und Updates 3. Da steht eigentlich alles drin, was es dazu so ein bisschen bisher als Infos gibt. Vielleicht kommt da noch mal ein bisschen mehr, vielleicht auch nicht. Ich weiß auch nicht alles. Ich stecke auch nicht zwingend bei allem drin, weiß also nicht, wie man sich getrennt hat oder warum oder was weiß ich. Die Leute hier sind alle cool miteinander. Ja, sagen wir es mal so. Das passt schon. Wie es genau aussehen wird, dazu werdet ihr auf jeden Fall noch, wenn es an der Zeit ist, richtig Infos bekommen. Ja, ihr müsst halt einfach hinnehmen, dass man euch nicht alle Infos geben kann. Ja, weil das ist halt, im Endeffekt ist es einfach eine Firma. Ja, Summoners Inn ist halt super Community-bezogen, sage ich mal, und hat halt auch so als Projekt angefangen. Aber es ist halt, sagen wir mal, schwierig, solche Sachen extern zu regeln oder allen Leuten mitzuteilen. Aber wenn das steht wegen Lizenzgründen, dann heißt es wegen Lizenzgründen. Dass ihr die Info schon kriegt, ist halt schon ziemlich krass. Das würde nicht jeder sagen, ey, wir sagen jetzt den Leuten mal, es liegt an Lizenzgründen. Weil da schon wieder so ein bisschen rumspekuliert wurde, was ich eigentlich ein bisschen schade fand. Weil eigentlich versucht Franz halt, ja, weil Franz hat das, glaube ich, geschrieben, wenn ich mich nicht irre, alles zu kommunizieren, was es zu kommunizieren gibt. Und dann gibt es halt immer noch Leute, die sich darüber so ein bisschen beschweren. Ist schade. Machen nicht alle. Ja, und es sind auch nur ein, zwei Leute oder so. Ich finde es auch schade, dass Karl weg ist, weil der halt super nett war, der Dude. Ist aber bei Karl so eine Sache. Ne? Der war halt ziemlich, was war der Begriff, der oft verwendet wurde? Polarisierend. Ja, die einen mochten ihn entweder oder die anderen mochten ihn gar nicht. Es gab kaum so ein Zwischending. 17:49 Uhr startet übrigens das nächste Spiel, also noch eine Minute. Es ist schade, aber es ist halt ähnlich wie bei Malte. Ich glaube halt nicht, dass das bedeutet, ups, sorry, warum auch immer Darius geswitcht hat. Keine Ahnung. Wie schon gesagt, das mit Karl ist halt traurig. Ja, aber es wird halt sein wie bei Malte. Malte ist zwar nicht mehr bei Freaks, aber das heißt ja nicht, dass man nicht mehr Sachen zusammen macht. Ja, dass man nicht mal ein Event zusammen macht oder so. Die Leute sind hier alle nett zueinander. Naja, ist halt schade. Ja, und auch zu mir, dass bei mir halt nur da steht, warte mal, was war die genaue Dingenskirchen, die genaue Bezeichnung oder der nur genaue Wortlaut. Noch keine Neuigkeiten. Das heißt ja nicht, dass es schlecht ist. Wenn die mich rausschmeißen würden, würde da stehen, wir haben ihn rausgeschmissen. So, natürlich anders beschrieben, aber macht euch da mal keinen Kopf drum. Ich sehe es als relativ positiv. So, nächstes Spiel sollte jetzt sofort anfangen, hoffe ich zumindest, denn die Spieler sind alle in der Lobby. Ja, die sind alle ready und es ist jetzt 17:49 Uhr. Heißt also, sollte sofort losgehen. Ich hoffe es zumindest. Und nein, Karl wurde nicht gefeuert, weil er einen schlechten Job gemacht hat. Karl ist halt vom Wissen her einer, der halt super viel Hintergrundeinsicht, sag ich mal, in die LoL-Pro-Szene hatte. Ich habe halt ein paar Mal mit ihm LCK gecastet oder auch MSI. Und der Dude kannte halt einfach einen von den Coaches. So ist er nicht. Ja, das heißt halt nicht, dass er komplett von LoL weg ist. Bleibt doch alle mal locker. Ein bisschen abwarten einfach. So. Und wir haben jetzt auch ein bisschen abgewartet, deswegen sind wir jetzt in der Pick-and-Ban-Phase. Was sehr, sehr angenehm ist. Ja, dann können wir uns nämlich auch wieder aufs Spiel konzentrieren, bevor hier noch irgendwelche großartigen Verschwörungstheorien geäußert werden. Wieder Gragas, der rausgenommen wird, wieder Thresh. Auch Orianna, da hat sich nichts geändert. Ah, ich wollte gerade sagen, ich wäre nicht verwundert, wenn man jetzt Zac rausnimmt nach dem letzten Spiel. Deswegen, gut, der Thresh-Bann erstaunt mich immer noch so ein bisschen, weil
Thrash ist halt jetzt nicht zwingend der Champ, auf dem du eine komplette Combo aufbauen kannst. Natürlich kannst du mit ihm auch mal ein Spiel drehen, in dem du es halt schaffst, einen Gegner zu catchen und deine Hooks sitzen etc. Aber es hat nichts so Krasses, was man unbedingt rausnehmen muss. Ah, da scheint Kazing ziemlich viel Eindruck hinterlassen zu haben bei DLC. Auch Xayah, die wieder gebannt wird, genauso kennen, das haben wir eben schon gesehen. Der einzige, der wirklich neu ist, ist hier Zack, der rausgenommen wird. Und das auch durchaus verständlich nach dem letzten Spiel. Es gibt aber immer noch genügend Möglichkeiten für den Jungler. Graves zum Beispiel, auch wenn auf dem 7.10er-Patch ein kleines bisschen angepasst worden ist, ist im Late-Game immer noch stark. Lee Sin sehen wir schon wieder. Und diesmal aber bei den Red Bulls und nicht bei Airwax, der ja ebenso seine Problemchen hatte, ins Spiel zu kommen. Ashe ansonsten bei DLC. Frage ist, pickt man jetzt noch einen Supporter? Wir haben ja eben gesehen, dass die Ashe-Karma-Botlane sehr, sehr gut funktioniert hat bei den Red Bulls. Also ich könnte mir vorstellen, dass DLC jetzt hier auch auf eine Winning-Botlane versuchen zu gehen, indem sie halt der Ashe sowas wie Zyra, Karma, vielleicht eine Lulu an die Seite stellen, um den Lane-Druck aufrechterhalten zu können. Und da ist die Karma, ist halt eine der besten Möglichkeiten. Ja, Lulu wurde ein kleines bisschen genervt, deswegen ist Karma hier doch ein bisschen, ja, sagen wir mal, sicherer. Und Zyra ist halt super squishy und nicht mehr ganz so leicht umzusetzen im Late-Game. Jetzt Mujin, der den zweiten Pick für sein Team machen muss. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir keine Pick-und-Bann-Musik haben. Und da sehen wir die Caitlyn. Also die Botlane tauscht gerade so ein kleines bisschen die Seiten, falls jetzt noch eine Lulu dazu kommt. Wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Caitlyn, wie schon gesagt, sie wird stark. Ja, braucht dann nur ein kleines bisschen länger als Ashe. Also sie ist in der Laning-Phase noch nicht ganz so strong, auch wenn man da die Traps relativ flexibel einsetzen kann. Aber mal sehen, wie das hier bei den Red Bulls funktionieren wird. Die ja eben insgesamt auch so ein kleines bisschen, was Rotation anging, besser dabei waren. Jace könnte man in die Mitte oder auf die Toplane setzen. Wir haben ihn jetzt vorhin auf der Toplane gesehen. Aber Midlane ist ja immer noch eine solide Möglichkeit, sage ich mal. Ich glaube auf jeden Fall, dass wir ihn eher Toplane sehen werden, wenn da jetzt nicht irgendwas Krasses gegen ihn gepickt wird. Kha'Zix im Jungle kann man auch immer noch machen. Immer noch sehr beliebt. Na, Elise wäre auch eine Möglichkeit, wobei Elise halt im Early sehr strong ist, gerade was die Gank-Möglichkeiten angeht mit dem Cocoon auf der Toplane. Zum Beispiel, wenn man da noch irgendwie einen Tank für den, oder auch in der Midlane, wenn man da irgendwie CC hätte, um das vorzubereiten. Aber Elise scheint irgendwie ein bisschen weniger beliebt zu sein, weil sie halt doch relativ stark abfällt. Die ist halt einfach nur ein super guter Early-Game-Jungler. Ansonsten wurde noch Shen gebannt, genauso Lulu, also zwei Möglichkeiten, die AD-Carries nochmal zu beschützen. Du kannst auf jeden Fall noch Lulu bannen, weil Caitlyn ja noch keinen Supporter hat und Lulu wäre eine gute Wahl gewesen hier für Kha'Zix. Und dann haben wir noch Echo, der rausgenommen wird. Könnte so ein bisschen auf einen Syndra-Pick für die Mitte hindeuten. Echo hat aber relativ viele gute Matchups. Wir haben es ja vorhin gesehen bei Vladimir zum Beispiel, es hat sehr gut funktioniert. Können sie noch immer noch auf der Toplane spielen, also ein bisschen Off-Tank-mäßig, aber hier sehen wir die Syndra und wenn man jetzt Syndra einloggt, hat man sich den größten Konter mit Echo schon mal aus dem Weg geräumt, sage ich mal. Galio rauszunehmen ist halt auch gut, ja, wenn du so eine Protect-Con hättest spielen wollen. Du hast ja natürlich nicht Ivan gepickt, aber es geht halt immer noch, indem du Shen oder Galio zusätzlich zu der Karma spielst, dann hättest du Ashe wirklich gut beschützen können, aber das kommt hier nicht mehr durch. Dann ist Jace Toplane. Also in der Mitte wieder eine LeBlanc, die hat eben schon gut funktioniert bei Magie Felix. Und da gibt es auch nicht mehr so gute Counterpicks, sage ich mal, gegen. Du hast eh schon Syndra, die, sagen wir mal, den Qs ganz gut farmen kann und da auch wirklich gut gegentraden kann, aber irgendwann wird Syndra da keine Chance mehr haben, weil LeBlanc einfach zu mobil ist, dem Scatter the Weak ausweichen kann, dem normalen Qs halt relativ gut ausweichen kann. Oh, Blitzcrank. Blitzcrank werde ich mal wieder cool finden. Braum ist auch machbar, weil du den Gegner halt stunnen kannst und dann eine Trap runtersetzen kannst. Aber Blitzcrank wäre cool gewesen. Schade. Ja gut, damit der letzte Pick jetzt für DLC und die könnten sich für Nautilus entscheiden, der ja ein ganzes bisschen genervt wurde. Also nicht mehr ganz so gut performt wie am Anfang des letzten Splits oder wie in den letzten Monaten. Entscheidet sich aber wieder für einen Rumble. Weiß ich noch nicht hundertprozentig, was ich von halten soll. Weil Jace kein schlechter Pick tatsächlich gegen Rumble ist. Also er kommt wirklich ziemlich gut klar, weil er die Auto-Attack-Range hat. Und auch die Qs, um da immer wieder traden zu können. Und Rumble war im letzten Spiel jetzt nicht so, ja, nicht so gut, sag ich mal. Mal gucken. Es steht 1-0 für die
Red Bulls nach einem sehr eindeutigen letzten Game. Wir gehen jetzt gleich ins zweite. Und dann werden wir sehen, ob wir vielleicht danach wieder schon ein Matchballspiel haben. Ähnlich wie vorhin. Natürlich sind Shen und Galio draußen gewesen. Also die beiden beliebtesten und besten Tanks, die du momentan für die Top-Lane hast. Zusammen mit einem Gragas, der da auch noch gut gewesen wäre. Aber Nautilus wäre halt momentan ziemlich weak. Weil er halt einfach die große Stärke, die er früher hatte, war der Wave-Clear. Er hatte ziemlich hohen Base-Wave-Clear, sage ich mal. So, ich switch einmal noch kurz auf mich, dass er gleich nicht den schwarzen Bildschirm sieht. Und der Wave-Clear von Nauti wurde runtergenommen, was bedeutet, er hat es viel schwieriger in der Lane. Gerade gegen so einen nervigen Champ wie Jace. Rumble ist in Ordnung. Da bringt viel Wave-Clear mit. Aber ob der wirklich die richtige Wahl gegen Jace ist, wir werden es sehen. Im letzten Spiel hat man die Top-Lane mit Rumble ja so ein bisschen verloren. So, wir sind im Loading-Screen, das ist immer gut. Das bedeutet nämlich, ich kann meinen Sakko ausziehen. Damit es hier nicht ganz so warm ist. Diesmal ist die Combo von den Red Bulls nicht ganz so rund wie vorhin. Ja, vorhin hatten sie sehr gute Engage-Möglichkeiten mit Zac und der Ashe. Das haben sie diesmal nicht. Da muss man gucken, dass man möglichst mit LeBlanc halt irgendjemand rausnimmt zum Beispiel. Ja, oder irgendjemand catcht. Ist ja eh mal eine gute Variante. Oder mit Lee Sin irgendwie mit einem Insec jemanden ins eigene Team bringt, um den halt schnell auseinanderzunehmen. Team DLC, ja, sagen wir es noch ganz gut dabei. Sie haben halt Rumble, wo du die Ult als Engage nutzen könntest, wenn du denn so weit kommst. Im letzten Spiel haben sie es ja nicht geschafft. Also sie haben auf jeden Fall eine Ashe, die dafür ziemlich gut ist. Dann hast du eine Karma, die halt auch ein Engage immer ein bisschen beschleunigt mit dem Schild, mit dem Movement Speed. Und man versucht jetzt, die Top-Lane zu invaden, beziehungsweise da halt irgendwie Rumble zu catchen. Oh, das könnte funktionieren, wenn der Slow direkt am Anfang trifft. Flash Engage mit dem Slow, kriegt man den Stun noch? Ja! Und es reicht! First Blood! Rumble hat hier nicht flashen können, weil er noch zu weit weg war von der Wall. Und das ist First Blood. Für Lee Sin, der im Early Game immer noch einer der stärksten Jungler überhaupt ist. Deswegen ist der Kill hier, sag mal, auf einem guten Charakter gelandet. Mann, also das hat gut funktioniert. Sieht man nicht oft, dass man so einen Bait versucht. Aber gerade mit Braum hast du halt wirklich gute Chancen, weil Braum braucht nur einen Auto-Attack auf die Gegner zu machen. Und dann können sie halt, wenn genügend Auto-Attacks folgen, gestunt werden. Also selbst wenn da zum Beispiel noch ein Kha'Zix dabei gewesen wäre, aus welchen Gründen auch immer, dann hätte man den auch noch holen können und irgendwie sie ziehen können. Und der Start ist gut für die Red Bulls. Die sollten auch versuchen, dieses Spiel sehr, sehr zügig, sage ich mal, zu ihren Gunsten zu drehen. Denn wie schon gesagt, Lee Sin, ich habe es in den letzten Games immer wieder gesagt, der wird halt einfach schwächer werden. In der Lane sollten auf der Botlane Ashe und Karma die Oberhand haben, allein weil Ashe halt super strong ist und weil du mit Braum als Melee-Support halt einfach nicht so gut traden kannst. Na, natürlich kannst du immer noch versuchen, durch den Stun und diesen Bonus-Damage so ein bisschen die Trades zu gewinnen, indem du dann noch Trap runtersetzt und mit Caitlyn eine gute Combo landest, aber es ist halt sehr, sehr schwierig gegen den Poke-Damage von Karma und Ashe. Vor allen Dingen, weil Karma halt auch ein Schild hat, um Ashe zu beschützen und gleichzeitig, wenn man sie außer Acht lässt, die Gegner noch so ein bisschen damagen und sie ziehen kann mit dem Snare, wenn man da zu lange dran bleibt. Toplane bin ich tatsächlich gespannt, weil Rumble hat halt nicht die höchste Range mit dem Flammenwerfer, wir sehen es ja, er hat guten Wave-Clear auf jeden Fall. Aber Jace hat halt Ranged Auto-Attacks und mit denen sollte er gegen ihn wirklich gut klarkommen und super nervig sein. Also wenn du so eine aufgeladene oder eine verstärkte Q, sag ich mal, ins Gesicht bekommst von ihm, dann RIP. Man sieht schon, die Botlane wird so ein kleines bisschen reingepusht, aber das ist halt nicht so schlimm. Eigentlich kann man das überstehen. Die Frage ist, kann hier Sündor das in der Midlane überstehen? Scatter the Weak trifft zwar nicht, aber sie ist jetzt auf 250 HP ungefähr. Hat die Pots draußen, also ein bisschen hoch rein kann sie sich noch. Was mich persönlich wundert, ist, dass sie Syndra mit Ignite spielt. Denn normalerweise bist du mit Syndra halt super anfällig für Ganks etc., weil du kein Movement hast. Du hast Scatter the Weak, um die Gegner wegzudrücken, aber sonst nichts. Deswegen nimmst du normalerweise irgendwas Defensiveres mit. Oder von mir ist auch sowas wie Cleanse zum Beispiel, um der Chain von LeBlanc nochmal irgendwie entgehen zu können. Man entscheidet sich hier für Ignite und somit für die Kills zu gehen.
Also Level 6 so schnell wie möglich LeBlanc down zu bursten und sich dann einen Kill zu holen. Kann man machen, ist aber High Risk, High Reward. Ansonsten ist hier nichts Ungewöhnliches bei den Summoner Spells eigentlich dabei. Raum mit Ignite. Kann man machen. Ist halt auch wieder ein bisschen aggressiver. Ja, man versucht damit, selbst ohne einen Supporter, der viel Damage macht, irgendwie noch mithalten zu können bei den Trades und so ein kleines bisschen ja, zu hoffen, dass man doch Kill Pressure hat. Und Exhaust, naja, hätte man machen können. Es wäre auch ganz gut gewesen im Late gegen Syndra zum Beispiel. Aber Ignite ist ja einfach die Early Game orientiertere, aggressivere Variante. Man hat wieder zwei Teleports bei den Red Bulls. Also einmal bei LeBlanc, einmal bei Jace, ähnlich wie im letzten Spiel. Einfach damit du die 1-3-1-Split-Push-Comp besser ausführen kannst. LeBlanc ist super gut im Split-Pushen, gerade wenn sie Gunblade baut. Und Jace ist halt auch ein super starker 1v1-Champ, beziehungsweise macht halt sehr viel Schaden an den Türmen. Ah, diesmal trifft das Scatter the Weak. Du hast mit Syndra einfach noch nicht genügend Folgeschaden, um da hinterher zu gehen. Wenn sie jetzt schon Level 6 gehabt hätte, wäre es ein Versuch wert gewesen, aber sie hängt so ein kleines bisschen hinterher, wegen des Ganks von Lee Sin. Und da kann sie noch nicht so aggressiv aufgehen. Kha'Zix sitzt hier mit dem Invade, macht keinen isolierten Schaden, da wäre Lee Sin zu strong. Deswegen muss er sich hier zurückziehen. LeBlanc kommt dazu, kein Knallzapfen, mit dem man irgendwas machen könnte. Trotzdem guter Sidestep, um der Kette hier zu entgehen und damit kommt er nochmal raus. Auch wenn man den Flash opfern musste. Jetzt der Engage auf Ashe, die wird sofort gestunt werden. Karma aber, wie schon gesagt, die stellt sich davor und versucht hier Caitlyn abzuhalten und vor allen Dingen bleibt Caitlyn in den Vasallen, was bedeutet, dass sie sehr viel Schaden allein durch die Vasallen bekommen. Braum geht lange hinterher, macht auch ordentlich Schaden, muss sich jetzt aber zurückziehen. Die Q, wenn die nochmal getroffen hätte, wenn die ein bisschen früher gekommen wäre, hätte man Ashe vielleicht haben können. Knapp gewesen. Aber gut, beide AD-Carries haben auch sich für Durans Schild entschieden, damit hatten sie ein bisschen mehr Pots, ja, sehr viel Sustain. Ashe muss sich jetzt aber trotzdem zurückziehen und dafür zahlt sich das Ignite natürlich aus. Ja, ohne Ignite könntest du das nicht machen. Ignite verändert die Heal-Größe, sag ich mal, macht noch sehr viel Bonusschaden. Gut umgesetzt von den Red Bulls. Und jetzt Kha'Zix aber auf der Botlane. Da flasht man direkt. Braum versucht sich da vorzustellen, wenigstens die Q von Karma abzuhalten. Hier jetzt von Caitlyn. Die wird aber sterben. TP kommt noch von der Top-Lane. Der wird aber abgebrochen, weil da hätte man so nichts mehr machen können. Aber man hat sogar noch versucht, mit Lee Sin auf der Top-Lane was zu machen. Schade. Aber gut gemacht, dass Kha'Zix da dabei war. Syndra jetzt mit der Ult und die reicht noch nicht. Sehr, sehr knapp gewesen. Die hätte sogar fast noch im Tower gestanden. Ja, aber diesmal ein guter Gank von Kha'Zix. Wenn der nicht dabei gewesen wäre, wäre sowas nicht möglich gewesen. Jetzt kann man die Botlane auch noch weiter reindrücken. Ashe hat zwar keinen Mana mehr, aber die Wave kannst du noch healen und dann gehst du einfach zurück. Oh, jetzt kommt aber der TP. Das ist clever gemacht. Natürlich, Braum steht zwar in den Vasallen, schafft es aber, die gehen noch zu slow und hat die Auto-Attacks drauf. Die Passive wird jetzt sofort auf Ashe ausgelöst und die ist down. Gleichzeitig die zweite Möglichkeit, hier noch Karma zu holen. Die kriegt man aber nicht mehr wegen des Snares, den sie hat. Jetzt nicht Sinn mit dem Flash-Q und das ist wieder ein Kill. Man smitet den Drachen, damit er den Last-Hit machen. Oh. Das tat weh. Mujin. Ja, ne, wenn du halt durch den Drachen getötet wirst, das ist schon schmerzhaft. Aber naja, kann man machen. Ist vielleicht jetzt nicht die feine englische Art, aber wem es beliebt, der kann das auf jeden Fall machen. Somit 3:1 für die Red Bulls momentan. Somit auch nochmal gut die Botlane-Situation ein bisschen entschärft. Denn Ashe hat hier ziemlich hart rangepusht gerade. Da hatte man schon Probleme mit Braum und Caitlyn. Jetzt konnte man mit Caitlyn nochmal ein bisschen ranpushen. Hat da auch vom Farm einen kleinen Vorteil. 10 Gold in 8 Minuten ist schon in Ordnung. Und auch der Braum, dafür, dass er eigentlich ein sehr, sagen wir mal, ein Charakter ist, mit dem du die Lane so ein bisschen von Anfang an nicht aufgibst, aber sagst, wir wollen nicht auf den Lane-Pressure gehen, wir spielen lieber ein bisschen auf Nummer sicher. Dafür funktioniert er hier sehr, sehr gut und wird sehr aggressiv eingesetzt. Tatsächlich, wir sind jetzt rein hier, mit dem Kick und der Ashe-Ult bekommt man, mit dem Kick und der, ja doch, mit dem Kick und der Ashe-Ult drauf. Also man bekommt Ashe, die Ashe-Ult hat es aber leider nicht mehr geschafft, hier das Leben von Ashe zu beschützen.
Ich dachte gerade, man hat den Ash-Follow-up, aber stimmt ja. Ash war diejenige, die man getötet hat. Einfach mal Chemster wechseln. Ja, nach 4 Games. GG Brain. Syndra hat sich zumindest in der Zeit den Lubuff holen können, aber bisher muss man sagen, läuft das doch ziemlich gut für die Red Bulls. Sie liegen 400 Gold, fast 500 vorne. Und sind halt auch in den Lanes ziemlich dominant unterwegs. Ja, die Top-Lane hängt so ein kleines bisschen hinterher, aber da ist Rumble halt einfach sehr stark, was den Wave-Clear angeht. Ansonsten ist es halt wieder der Jungler, der hier sehr viel macht. 3-1 Lee Sin. Ja, vorhin stand er, ich glaube, 3-0-1 mit Zek. Ein bisschen später im Spiel. Aber der ist hier schon sehr ausschlaggebend. Man muss aber auch gucken, dass man mit Lee Sin jetzt was macht. Was später ein bisschen schwieriger werden wird. Der Einebener. Und inzwischen nutzt Rumble einfach den Einebener, um die Wave zu clearen. Er holt sich jetzt auch nochmal die Golems, also ein kleines bisschen Zeit hat man dadurch bekommen. Aber in der Zeit sollte eigentlich hier Mujin den Herald-Buff bekommen. Was mich so ein bisschen stört, ist normalerweise, wenn du mit Rumble die Ult nutzt, um die Wave zu clearen, dann heißt es meistens schon, dass du in der Lane nicht mehr so gute Karten, um die Wave im Nahkampf clearen zu können. Also um hinzugehen und sie mit dem Flammenwerfer zu clearen. Und das war halt im ersten Spiel auch so. Also ist schwierig. Rumble einzusetzen ist wirklich immer schwierig. Aber gut, du nutzt jetzt praktisch den TP noch nicht, hebst dir noch ein bisschen auf. Selbst wenn du keine Ult hast, wenn du mit dem TP irgendwie zum Team stößt, du hast immer noch sehr viel Schaden. Wirst auch deinen Sonjas früh ready haben, womit sich so ein TP noch leichter durchführen lässt. Und normalerweise hast du mit Rumble natürlich das Problem, wenn du einen Teleport nutzt. Du bist halt kein Charakter, der viel Movement hat. Ja, du kommst nicht leicht weg. Du bist kein Tank. Wenn du in den Gegnern drin stehst, bist du halt bist halt in der Bedrängnis, sag ich mal. Aber das Sonjas cool, weil es bringt dir was gegen Jace. Und es sorgt dafür, dass wenn du in den Gegnern stehst, du den Flammenwerfer anmachen kannst, du Schaden machst und trotzdem nicht Angreifer bist. Der erste Tower jetzt hier von den Red Bulls gemacht worden, mit dem Herald zusammen, den direkt eingesetzt. Sehr gut gespielt. Der einzige Nachteil, den Rumble jetzt hierdurch hat, ist, dass er so viel weniger Schaden macht, als wenn er mit Haunting Geist oder Lyandris Qual halt, besser gesagt, angefangen hätte. Aber das hat ihm die Lane wahrscheinlich komplett ruiniert. Also dann hättest du keine Resistenzen gehabt. Ja, man sieht ja, er hat sogar Ninja-Tabis gebaut, um gegen Jace klarzukommen. In der Mitte jetzt Gather the Weak. Oh, das könnte ein Kill auf LeBlanc sein. Die kommt aber nochmal ganz knapp weg. Jace ist jetzt auch dabei. Und Ignite reicht nicht. Eine Q. Na, vielleicht sogar ein früher guter Auto-Tech. Und das wäre es für LeBlanc gewesen, aber die kommt hier nochmal davon. Man hat auch die Magieresistenzschuhe inzwischen. Und damit kann man sich dann gegen Syndra doch ganz gut behaupten. Wir haben früher oft gesehen, dass man gegen Syndra Exhaust mitgenommen hat. Aber ich finde, gerade jetzt, wo du halt viele Item-Möglichkeiten gegen Syndra hast, die dir so ein bisschen Magieresistenz und trotzdem gute Stats geben als AP-Carry in der Midlane. Finde ich, ist Exhaust nicht mehr Pflicht. Vor allen Dingen mit LeBlanc ist halt Teleport tausendmal besser, weil du später wirklich Split-Pushen gehen kannst. Oder halt auch einfach zum Team dazustoßen kannst auf der Botlane. Was man bisher nur noch nicht gemacht hat. Wir sind jetzt auf dem Weg Richtung Midlane. Die Pink Ward wird man zerstören können, man wird auch den Mid-Tower pushen können. Na, wenn man halt zu dritt hingegangen wäre, man lässt es. Noch ist man nicht so weit fortgeschritten im Spiel. Wir sind in den ersten 13 Minuten. Wenn es ein bisschen später wäre, hätte man jetzt versuchen können zu pushen. So entscheidet man sich einfach weiter, sich im Gegner-Jungle aufzubauen und da so ein bisschen auf Picks zu hoffen. Caitlyn wird Richtung Runans und KDU gehen und Ashe geht Richtung Blade of the Rune King und Runans Hurricane. Also ein kleiner Unterschied. Caitlyn ist, was den Rune-Damage angeht, im Late-Game ein kleines bisschen besser, aber Ashe bietet dafür immer noch die Möglichkeit, mit der Ult zu engagen. Und die brauchst du ja einfach, weil du sonst keinen richtigen Engage hast. Du hast keinen Tank, der irgendwie reingehen kann. Kha'Zix will auch nicht reingehen.
könntest natürlich hoffen darauf, dass du irgendwie einen Gegner rausnimmst vorher oder so. Aber Ashe ist hier die beste Möglichkeit, die die jetzt hier hat. Waveclear von Syndra ist nicht schlecht. Den hat man zum Glück noch zur Verfügung. Dadurch kann man den Turm hier nochmal ein Weilchen verteidigen. Ich überlege gerade krampfhaft, was man statt Rumble auf der Toplane hätte spielen können, wenn man einen ordentlichen Engage hätte haben wollen. Also natürlich fallen mir ein paar Sachen ein, aber es sind alles immer nur so halbe Sachen. Shen war draußen, Galio war draußen, das sind halt keine so guten Möglichkeiten mehr. Gragas war auch draußen. Dann hast du auch das Problem, dass Nautilus halt wirklich genervt wurde und sich das bemerkbar macht. Maokai ist auch nicht mehr zwingend der Toplane-Shem schlechthin. Man hätte halt nur überlegen können, ob man selber auf den Carry geht. Wie zum Beispiel Camille vorhin oder so, aber ich glaube nicht, dass das zwingend zum Repertoire von Toplaner gehört von DLC. Ja, jetzt haben wir versucht, den Blue-Buff zu stehlen. Oder nee, man hat den Ziel. Okay, alles safe. Ich habe gerade nur gesehen, es kam Skill von unten, aber es war die Karma. Ich versuche nebenbei noch so ein bisschen rauszubekommen, was die Spieler normalerweise spielen. Weil vielleicht liegt es halt einfach daran. Aber ne, man merkt halt, die Spieler sind jetzt nicht zwingend die bekanntesten. Sechs wieder mit dem Versuch auf der Botlane zu ganken. Es hat schon einmal gut funktioniert. Jetzt ist aber Lee Sin da für einen Countergank. Kann die Pink Ward verteidigen und kann auch nochmal Kha'Zix in die Flucht schlagen. Man versucht hier so ein bisschen zu trappen und irgendwo halt einen Gegner, einen Spieler von den Red Bulls beim Rotieren zu bekommen. Was halt mit Kha'Zix und Syndra gar nicht schlecht macht. Ist. Also du hast halt sehr viel Burst-Damage, ja, sehr viel überraschenden Schaden, was für sowas genau richtig ist. Aber wenn die Gegner nicht kommen, und das tun sie einfach nicht, hast du keine Möglichkeit, daraus irgendwas zu machen. Und die Red Bull-Spieler, die haben hier ziemlich gutes Positioning. Der Blau macht auch schon gut Schaden. Ist hier nicht mehr in Kha'Zix rangekommen. Ja, ja, Maggie, Felix und Mujin und so kennt man. Das weiß ich. Ich habe mich eher auf das letzte Spiel bezogen. Wo halt viele Leute nur so ein bisschen Fragezeichen in den Augen hatten. Woher soll man die kennen? Na, hier sind schon ein paar mehr Leute dabei. Das ist auf jeden Fall richtig. Ja, trotzdem, also den Toplaner von DLC kenne ich zum Beispiel gar nicht. Meine Infos waren, glaube ich, auch am Anfang auch, dass Freight oder so da mitspielt. Aber dann halt nicht. Ja, der gute Kekts, der wird schon wissen, was er tut mit Rumble. Man hat sich ja nochmal umentschieden. In der Midlane jetzt LeBlanc mit ihrem Gunblade. Damit das wichtigste und erste Item abgeschlossen. Auf der Botlane versucht Braum sogar nochmal relativ aggressiv raufzugehen. Ich finde es interessant, wie aggressiv man hier Braum einsetzt. Es funktioniert aber wirklich gut. Also Kha'Zix macht hier keinen schlechten Job. Ich würde ihn dann auch gerne dementsprechend mal mit Thresh sehen, weil wenn man ihn immer rausnimmt, wenn man Thresh immer rausnimmt gegen ihn, muss es ja wirklich einen guten Grund haben. Rumble jetzt gesilenced auf der Toplane, deswegen hat Jason mal versucht, ein bisschen zu traden, weil er auch wusste, Rumble kann nicht viel näher rangehen. Den Drachen hat Lee Sin bekommen, ohne Probleme. Und damit der 1-1 Ausgleich, was die Drachen angeht. Ah, der war früher bei Iguana Esports. Ja gut, dann kennt man den vielleicht doch sogar schon ein bisschen. Ist halt für mich super schwierig. Ne? Ich bin halt in dieser E-Sport-Szene erst seit Mitte, Ende Januar und dann halt mich in alles reinzufinden, gerade weil LCK ja eigentlich mein Zuhause ist, sag ich mal. Ist das doch ein bisschen schwierig. Aber ich find's cool. Ah, der Midlane und LeBlanc kommt jedes Mal davon. Also, was die Kalkulation vom Damage von Syndra angeht, ist hier Maggie Felix einfach richtig gut dabei. Er geht sogar nochmal für ein Re-Engage, um so ein bisschen die Gegner vom Tower zurückzutreiben. Hat sehr gut funktioniert, mit Tower konnte man halten. Jetzt ist Jace da, um die Lane zu verteidigen. Nicht schlecht. Und Braum. Der gute Braum, der die ganze Zeit einfach aggressiv auf die Gegner zuläuft und sich denkt, hey, meine Auto-Attacks haben eine Passive, mit denen ich die Gegner stunnen kann, dann muss ich die halt auch irgendwie raufbekommen. Krass, der ist echt aggressiv ohne Ende. Aber es funktioniert bisher, muss man sagen. Die Botlane hat man ja dadurch sehr gut halten können. Wenn man sich mal den Tower anguckt,
Wie viel Leben der noch hat auf der Seite von den Red Bulls. Andersrum sah es vorhin ein bisschen schlechter aus für DLC, wo sie gegen einen Ash gespielt haben. Gegen Ash und Karma. Hier hat Jace jetzt den Red Buff sogar bekommen können. Hat Yumus gezündet. Hätte man nicht zwingend machen müssen, aber so bist du zumindest aus diesem Slow, sag ich mal, von Rumble rausgekommen. In der Midlane der Tower auch nicht mehr so viel Leben. Es ist wieder schon eine ganze Weile nichts mehr passiert. Also es erinnert so ein bisschen ans letzte Spiel. Sehr, sehr langsam, aber trotzdem entschlossen. Die Q geht daneben und das hätte nicht passieren dürfen. Natürlich hatte Rumble noch Sonyas, aber du hättest zumindest Sonyas bekommen, wenn du da mit dem Q noch hättest hinterhergehen können. LeBlanc, Get the Weak trifft nicht. Oh, das darf dir nicht passieren. Trotzdem, LeBlanc kriegt keinen Kill und sie wird nicht mehr wegkommen. Geht in den Tower und kriegt einen Tower-Shot ab und stirbt damit. In der Zeit versucht man sich aber den Top-Lane-Tier-2-Tower zu holen. Den wird man auch auf jeden Fall kriegen. Und auf der Bot-Lane versucht man auch weiter zu pushen. Und selbst den Tower hat man bekommen. Jetzt geht man sogar noch für einen Tower-Dive auf Rumble. Der nutzt jetzt Sonyas und die Ult. Es reicht aber nicht, um ihren Kill bekommen zu können oder die Lane irgendwie weiter zu verteidigen. Und der Tower, ja, der wird wahrscheinlich down gehen. Denn da ist niemand rechtzeitig da, um den zu beschützen. Und gleichzeitig hast du den Gegner natürlich zurück in die Base gezwungen, was bedeutet, sie können bei dir nicht weiter pushen. Und du kannst jetzt gucken, dass du dich einmal nochmal ganz entspannt aufbaust. Luwaf nimmt man jetzt auch noch mit, versucht das zumindest. Ah, der ging an Caitlyn. Ah, nicht schlecht. Also sie scheinen hier sehr, sehr gute Rotationen zu haben und sich wirklich gut miteinander abzusprechen. Die Team-Comp gefällt mir auch, ist halt eine typische 1-3-1-Comp. Obwohl sich inzwischen Kekts, also Rumble, besser behaupten kann auf der Top-Lane als im Matchup vorhin gegen Camille. Momentan steht es auch 1-0 für die, oh, für die Red Bulls. Kha'Zix, das ist halt LeBlanc. Und sie ist halt so stark wegen des Gunblades, weil du zum einen nochmal praktisch einen Spell dazu bekommst, sag ich mal. Der halt dir praktisch sonst fehlen würde zu deiner Rotation. Ja, du machst mit LeBlanc meistens nicht genügend Schaden, um Gegner durch eine Combo killen zu können. Und vor allen Dingen hast du auch verstärkte Autotags, die du immer wieder zwischen deinen Spells machen kannst und ja auch musst, weil du ein bisschen warten musst, bis deine Passive oder dieses Siegel sich praktisch aufbaut. Da kommt sehr viel Schaden bei rum. Jetzt schafft man es auch nochmal Karma auf die Hälfte runter zu bürsten. Die Midlane steht noch. Also die kann man noch ein Weilchen halten. Die Frage ist nur, wie lang? Kommt jetzt so langsam wieder dazu, dass man sich in der Mitte... Oh, der Flash musste sein. Man sammelt sich jetzt langsam wieder so in der Mitte. Versucht dann mal weiter, die Gegner zu belagern. Und der Vorteil, den hier gerade die Red Bull-Spieler haben, ist, dass sie eine sehr gute Range und sehr viel Poke eigentlich haben mit Jace und mit Caitlyn. Natürlich kann Karma Ashe auch ganz gut poken. Aber das wird nicht reichen. Ja, wir sehen, wie viel Schaden Jace einfach macht, wenn er in die Backline rankommt oder einfach an Kha'Zix von mir aus. Das Einzige, was hier gerade so ein bisschen den Tower beschützt, ist halt zum einen der Wave-Kill, den man so oder so schon hat. Und halt noch die Möglichkeit, dass man mit der Rumble die Wave nochmal clearen kann. Und genau das macht man jetzt auch. Man erwartet, dass die Vasallen, die gegnerischen Minions sich in einer Reihe befinden und dann die Wave nochmal clearen kann und sich so ein kleines bisschen Zeit erkauft, sag ich mal. Kennt ihr jetzt auch sehr, sehr guten Wave Clear? Sie hat Runons fertig, sie hat KDU fertig und entscheidet sich Richtung QSS zu gehen. Oh, Outplayed. Scatter the Weak hat nicht mehr getroffen. Die Ult alleine kann LeBlanc überleben, auch wenn es knapp ist. Also da hat man zwar die Magieresistenzschuhe, aber so ein kleines bisschen wäre nicht verkehrt. Ja, Scatter the Weak, wie schon gesagt, nicht getroffen. Das war sehr, sehr wichtig. Denn sonst hast du immer noch die Möglichkeit, mit Syndra LeBlanc zu töten. So, jetzt natürlich wieder ein Midlaner gestorben. Das letzte Mal, als Midlaner gestorben ist, hat man sich 3 gegen 1 Türme getradet. Hier bleibt man aber ein kleines bisschen ruhiger. Jace versucht sich den Drachen zu nehmen. Es ist wieder nur ein Wasserdrache. Also
in dem Spiel läuft es, was die Drache angeht, nicht perfekt. Man hat den Baron versucht anzufangen, wurde aber von Ashe dabei bemerkt, deswegen hat man es abgebrochen. Und man forst hier gar nichts. Also man bleibt die ganze Zeit entspannt und versucht, so gut es geht, einfach immer wieder durch eine Rotation die Gegner dazu zu zwingen, halt nachzuziehen. Ja, dann dadurch irgendwo eine Überzahl zu finden und dann durchzupushen. Oder wenn die Gegner halt nicht rechtzeitig reagieren, gleich da den Tower zu kriegen. Der Stun trifft hier schon mal. Ist ja nicht schwer bei der Passiven von Braum. Man geht hinterher, Braum mit dem Kill. Verdient der Maßen, er war ja sehr aggressiv unterwegs in diesem Spiel. Man verliert hier zwar LeBlanc, aber man schafft es weiter hinter Karmant herzugehen. Die bekommt man im Endeffekt auch mit der Kate nullt. Und dann schafft man es hier, sich fast ein Ace zu holen. Nur noch Rumble, der lädt. Der hat nicht mal den Flammenwerfer noch anmachen können, bevor er gesonnest hat, weil er gesilenced war. Und das ist ein Ace-Triple-Kill für Caitlyn. Und jetzt ist es ein sicherer Baron. Wow. Also, das ist schon ziemlich eindeutig. Caitlyn bleibt einfach auf der anderen Seite der Baron-Pitch stehen. Juckt sie nicht. Das ist halt super strong gespielt. Also, da gibt es wenig dran auszusetzen an der Seite von den Red Bulls. Lee Sin. Also, er macht hier wirklich sehr, sehr viel in diesem Spiel. Und wenn du so weit vorne bist, merkst du halt auch nicht so sehr, wie er abfällt, wenn du das Spiel vorher beendest. Und genau das wird man hier wahrscheinlich machen können. 25 Minuten sind gespielt. Der Vorsprung, den die Red Bulls haben, beläuft sich auf, sagen wir mal, 8000 Gold. Ja, sogar 9000 eigentlich schon. Wenn es denn so weitergeht. Ja, wir sind auf einem guten Weg, was das angeht. Caitlyn auch wesentlich besser im Spiel als Ashe. Fast 30 Farm mehr. 3 Kills im Verhältnis zu 0. Deswegen sieht man auch, sie schiebt jetzt einfach noch einen Kiosk S dazwischen. Da wollte ich vorhin noch ein bisschen drüber geredet haben. Die Magieresistenz natürlich immer sehr beliebt. Aber das Wichtigste ist, dass zu dem wenigen HCC, den hier die DLC hat, auch nochmal entgegenwirken kannst. Ja, ein Ashe Engage, ein Ashe Arrow Engage ist immer noch das Beste. Entschuldigung, was Team DLC passieren kann. Wenn der dann Caitlyn treffen würde, wäre es perfekt, wenn sie nicht QSS hätte. Du hast halt wirklich wenig Engage-Möglichkeiten und die bisschen, die du hast, oder die paar, die du hast, verhinderst du damit auch nochmal ganz gut. Und Caitlyn hat so viel Gold, die kann es locker dazwischen schieben und ist trotzdem nicht hinter Ashe. Nächster Tower zerstört. Ja, auch die Traps nochmal gut eingesetzt, damit die Gegner gar nicht erst den Tower irgendwie verteidigen können oder nach vorne versuchen können zu gehen. Ah, die Chain hat hier nicht mehr getroffen, weil man sieht, wie viel Schaden der Blau macht. Bisher läuft es wirklich sehr, sehr gut. Man spielt auch weiterhin mit einer Split-Push-Taktik. Chase rotiert jetzt wieder nach oben. Da hast du auch schon den Base-Tower zerstört. Also da brauchst du nicht großartig weiter pushen. Du gehst erst wieder den Inhibitor ran, wenn du dir auch sicher bist, dass die Gegner irgendwie die Midlane verteidigen müssen oder du machst einen anderen Inhibitor nebenbei oder so. Solange stellst du noch den Jace als 4-1-Split-Kombo praktisch zum Rest des Teams. Da ist die Kombo von den Red Bulls hier ein kleines bisschen runter gewesen. LeBlanc schafft es auch ganz gut, gegen Rumble klarzukommen. Natürlich ist es gefährlich, wenn du in der Reichweite des Flammenwerfers bleibst. Ja, weil du musst so nah dranbleiben wegen den Chains, dass sie auch wirklich sicher durchkommen. Aber wenn du Rumble einmal ins Sonyas zwingst, dann kommst du halt auch einfach raus. LeBlanc hält momentan schon genug aus, um da irgendwie was gut machen zu können. Selbst wenn sie als Magieresistenz wirklich nur die Schuhe hat. Jetzt geht man auf der Toplane Richtung Inhibitor, weil die Gegner versuchen müssen, sich um die Botlane zu kümmern. Diesmal reicht der Damage von Syndra, aber Ashe geht daneben. Du hast jetzt nur das Problem, dass du 4 gegen 5 spielen musst. Syndra braucht aber noch ein bisschen, um die Botlane zu verteidigen. Also den Inhibitor kriegt man. Ein eben jetzt, um den Gegnern den Weg abzuschneiden. Die kommen aber ganz gut raus hier. Mit den Schilden und Lee Sin mit dem Jump, mit dem W. Sonst hätte er da komplett durchlaufen müssen. Das hätte wehgetan. Aber natürlich zum Vorteil von Mujin hat er hier noch sehr viel Movement. Auch noch Flash, was er gehabt hätte. Also, es ist halt schwierig. Die LC hat halt aber auch wenig Möglichkeiten. Also, selbst wenn sie einen Kill jetzt auf LeBlanc kriegen, sie haben einen Inhibitor in der Zeit verloren, heißt, die Toplane pusht von alleine rein.
du musst irgendjemanden dafür praktisch abstellen und bist dann halt in den anderen Lanes im Nachteil, wenn du versuchst zu verteidigen. Nächste Drache ist an einer Minute da. Was ein wirklich gutes Zeichen ist eigentlich dafür, dass beide Teams nicht schlecht sind, ist, dass hier keine Hektik, keine geforsten Teamfights etc. kommen, sondern man spielt langsam und nimmt sich halt das, wo man weiß, dass man es sicher bekommen kann. Also auf beiden Seiten. Ja, DLC versucht jetzt auch nicht auf Teufel komm raus irgendwie zu fighten, weil sie wissen, dass sie behind sind. Sie versuchen halt irgendwo eine Möglichkeit zu finden, wenn sie den Ash Arrow nicht treffen oder so, gehen sie halt nicht rein. Heißt natürlich, sie werden das Spiel wahrscheinlich verlieren, aber sie hätten auch so schlechte Chancen und so, wenn du, desto mehr du dich zurückhältst, desto weniger du feedest etc., desto bessere Chancen hast du nochmal, um zurückzukommen, weil dir der Vorsprung der Gegner nicht zu riesig wird. Obwohl 12.000 Gold schon mehr als schwer wird, wieder einzuholen. Aber gefällt mir nicht schlecht. Das Einzige, wo ich so ein bisschen dran was zu meckern habe, sag ich mal, ist die Teamkampf von DLC. Weil das halt das Einzige ist, was ihnen im ersten Spiel und im zweiten Spiel so ein bisschen die Partie ruiniert hat. Natürlich hat man auch oft Lee Sin gecatcht im ersten Game. Also da war Airwax noch der Lee Sin. Den hat man ein paar Mal catchen können. Aber die Teamkampf an sich von den Red Bulls gefällt mir insgesamt immer ein kleines bisschen besser. Sinn mit dem nächsten Drachen. Damit hat man schon drei und der nächste Drache wird der Ahndrache sein. Und wenn man den nochmal bekommt, dann sollten die Red Bulls hier keine Probleme in den Teamfights haben, weil du bekommst so viel Bonus-Damage dadurch. Nochmal Scatter the Weak hier. Man hat eben gesehen, wie viel Schaden Syndra allein mit der Ult gemacht hat. Und sie hat halt noch nicht mal so viele Items. Aber da kann man gut gegenhalten. Also wie schon gesagt, der Blanc könnte mehr Magieresistenz bauen, macht sie aber einfach nicht. Deswegen, man versucht da immer so ein bisschen praktisch beim Schaden auszuhalten. Caitlyn hier mit der besten Voraussetzung für eine Belagerung, mit den Traps, kannst du die Gegner halt einfach auf Abstand halten. Wenn sie dann doch mal nah rangehen, hat man ja gerade gesehen, was passiert. Und auf der Botlane wird sich Jayce jetzt den nächsten Tower holen. Jetzt kann man sogar reingehen und versuchen zu fighten. Die sind auf dem Weg zu Rumble, der ist gesilenced. Jetzt versucht man noch von der Seite auf Kha'Zix zu gehen. Ashold flasht man, ohne zu zögern. Die Sin wird gestunt durch Scatter the Weak. Man versucht noch ranzugehen, damit er hinjumpen kann. Schafft das aber nicht mehr, stirbt vorher. Und wenn da gerade Tal ein bisschen näher dran geblieben wäre, hätte man vielleicht rausspringen können. Also Jayce ist zurückgelaufen, damit Lee Sin es schafft, ranzuspringen. Lee Sin hat dann aber Flash gezündet, also es hat halt geflasht. Und dann das Schild genutzt. Ja, wenn er ein bisschen weiter weg gewesen wäre, vielleicht wäre er noch rechtzeitig rausgekommen. Kate auch Kios S nicht ausgebaut, hat sich für Rapid Fire Cannon entschieden. Und jetzt baut man Kios S erst aus. 4 Items komplett fertig, die Schuhe sind auch ready und damit ist man ein gesamtes Item vor Ash, auch wenn es natürlich ein QSS ist, aber man sieht halt trotzdem, wie weit Kate vorne liegt. Und das QSS ist halt nicht nur defensiv. Man hat ja noch ein paar aggressive Stats drauf. Ist jetzt auch wieder da. Wird also nochmal eine Möglichkeit, hier dieses Spiel vielleicht sogar schon zu beenden. 12.000 Gold Vorsprung immer noch ungefähr für die Red Bulls. Irgendwann ist so ein Goldvorsprung natürlich nicht mehr so relevant, wenn man dann überall Fullbild ist, aber das dauert noch ein bisschen, bis man da hinkommt. Diesmal trifft die Ashold, aber da ist QSS und das ist der einzige Engage, den du hast. Jetzt kannst du nichts hinterher setzen. Rumble wird gut, man hätte es versuchen können, um zu slowen, aber man verliert jetzt einfach den Inhibitor, hat jetzt noch 2, die halt frei stehen und muss jetzt eigentlich da bleiben, um den Baron zu verteidigen. Weil wenn man sich jetzt zu sehr zurückzieht, verliert man den Baron und dann wirst du auch durchgepusht. Also DLC hat hier kaum noch eine Chance. Das Optimalste ist eigentlich echt, wenn du keinen Tank und keinen Engage hast, eine Ashold auf den gegnerischen Carry. Bringt dir nur hier leider nichts,
weil Ash QSS hat. Und LeBlanc hätte Sonyas. Ja, Jace bekommt jetzt zwar ordentlich Probleme gegen Syndra, wird auch noch abgeholt. Obwohl LeBlanc, die bekommt den Kill nicht. Gut gemacht noch von Syndra, aber in der Zeit versucht man sich den Baron zu holen. Also es ist sehr, sehr schwierig hier für DLC noch irgendwas zu reißen. Jetzt die Braum-Ult. Kann die Gegner nicht abhalten. Jetzt muss der Smite sitzen. Kha'Zix versucht zu stealen, schafft es nicht. Geht in der Sekunde dadurch auch down. Und jetzt kann man versuchen, durchzupushen. Ja, einmal zurück in die Base, um sich komplett voll zu heilen. Und dann versucht man, durchzupushen. Bisschen traurig, dass da... Oder was heißt traurig? Ein bisschen schade. Traurig klingt immer so negativ. Dass die Chain von LeBlanc nicht mehr getroffen hat, sonst wäre es noch ein Kill gewesen. Aber umso besser von Syndra, ja, dass er auch noch die Nerven behalten hat, wirklich Jace abzuholen. Den zu töten. Denn dadurch konnte man dann auch nicht weiter pushen, sonst wäre Jace jetzt schon wieder am Leben gewesen mit TP. Das wäre viel gefährlicher für DLC gewesen. Aber so kommt Jace halt ein bisschen später dazu, geht nicht auf eine Sidelane, sondern pusht mit seinen Teammates zusammen. Zwei Inhibitoren hat man zerstört. Syndra wird von hinten nicht raufgehen können und die steht da hinten jetzt ziemlich schlecht, wenn man sie eigentlich bräuchte, um hier die Gegner vom Pushen abzuhalten. Ein Ebener mehr, um die Wave zu clearen. Auch der Flash war nochmal ganz gut, um da halt rechtzeitig von Syndra wegzukommen und nicht durch das Scatter the Weak getroffen zu werden. Der Caitlyn-Damage von der Ult ist auch sehr, sehr hoch. Man sieht halt, wie gut sie einfach im Spiel liegt. Der Farm, 50 Farm Vorsprung fast vor Ashe und dann halt noch die 4 Kills. Also das ist nicht schlecht. Ja, jetzt gleichzeitig noch die Supervasallen von der Botlane, die durch den Baron-Buff verstärkt werden, die reinkommen. Ah, Syndra-Ult draußen. Die Syndra hat es überlebt. Wird auch nochmal ein kleines bisschen geheilt werden. Gleich oder bald hast du auch noch Supervasallen, die über die Midlane kommen. Und dann wirst du hier versuchen können, durchzupushen. Also ich glaube, das sollte es gewesen sein. Man kann jetzt nochmal versuchen, für einen Fight zu gehen. Aber Ashe-Ult ist draußen. Syndra-Ult auch. Einebene auch. Da bleibt nicht mehr viel übrig. Kha'Zix jetzt fast down. Muss sich nochmal zurück in die Base ziehen. Und jetzt haben wir hier den Nexus, der angegangen wird. Der ist auf der Hälfte und jetzt ist er down. Und das ist das 2:0 bisher für die Red Bulls. Sehr souverän von ihnen gespielt. Auch wenn Team DLC diesmal ein bisschen bessere Chancen hatte. Es hat halt einfach noch nicht gereicht. Da würde ich mir... Warning. Ja, da würde ich mir auf jeden Fall in den nächsten Spielen was anderes als Rumble auf der Joplane wünschen. Es ist halt nicht schlecht. Ja, Rumble kann funktionieren. Aber wenn du dann behind fällst und die Caitlyn sich einfach so ein QSS kauft und trotzdem noch super strong ist und du kein Engage mehr hast, du hast ja nix, du hast die Ashe-Ult. Das war's. So, dann ist halt, ist es machbar, aber sehr schwer auszuspielen, gerade wenn du behind fällst. Man ist behind gefallen, keine Chance, ja, Red Bulls hat das wirklich gut gespielt, muss man ihn lassen, 2:0, wir gehen in eine kurze Pause und dann sehen wir uns mit dem nächsten Spiel, vielleicht schon im letzten. Ist auf jeden Fall ein Matchballspiel, bleibt auf jeden Fall dran, bis gleich. Macht das wunderbar! Was ist denn da los?
wir sind wieder zurück mit dem vielleicht schon letzten Spiel des heutigen Spieltags, beziehungsweise der Entscheidung eigentlich, wer in die EU-Champion... ihr wisst ja, heute ist einfach RIP. Ich bin halt einfach komplett durch. Wer in die EU-Challenger-Series einzieht. Warum komme ich immer auf Championship? Was ist da los? Keine Ahnung. Ja, aber auf jeden Fall haben wir jetzt vielleicht schon das letzte Spiel vor uns. Denn es steht 2-0 für die Red Bulls und die haben im letzten Spiel nicht ganz so gestompt wie im ersten, waren aber trotzdem so viel Gold vorne, dass man jetzt sagen kann, es könnte ein 3-0 werden, ja, wenn man das so ein bisschen einschätzen möchte und muss. Ich hoffe, dass wir keinen Rumble sehen. Also nichts gegen den Spieler. Und der Rumble war halt nicht todesbad. Der hat sich gut gehalten. Aber es funktioniert einfach nicht mehr im Late Game. Irgendwann war die Top Lane immer ahead, sodass Rumble die Ult nutzen musste, den Einebner nutzen musste, um die Wave zu clearen. Konnte auch nicht mehr zum Team TP'en, um da irgendwie useful zu sein. Man hat es nicht geschafft, den irgendwie ordentlich zu kombinieren mit irgendwas. Ja, weil der einzige Engage die Ash-Ult war, die du halt auch oft denyen konntest. Da hatte in beiden Spielen bisher das Team Red Bulls ja, ein bisschen bessere Teamcomp. Aber mal gucken, wie es aussieht im nächsten Spiel. Es sollte auf jeden Fall in 2 bis 3 Minuten losgehen ungefähr. So lange haben wir natürlich noch ein bisschen Zeit, uns zu unterhalten. Und ja, auch nochmal zur Info. Es sind heute 2 Best-of-Fives. Das erste ist schon vorbei. Das hat man auch 3-0 gewonnen. Ähnlich wie es jetzt hier sein könnte. Ja, wir wissen natürlich nicht, ob es jetzt ein 3-0 wird. Aber ich schätze schon so ein kleines bisschen so ein, also nichts gegen die Teams, ja, aber es sah schon sehr eindeutig aus. Team Wind and Rain hat das letzte Best of 5 gewonnen mit einem 3-0, auch ziemlich souverän, wobei ich sagen muss, da war es sehr, sehr ausgeglichen. Jetzt steht 2-0 für die Red Bulls und es könnte gleich vorbei sein. Die Spieler sind auf jeden Fall schon mal da, das ist gut, heißt also, es wird gleich in die Pick- und Bann-Phase losgehen. Es ist halt super schwer, nicht zu sagen, dass es schon vorbei ist. Ja, weil du möchtest natürlich unparteiisch sein und du hoffst und freust dich auf noch weitere Games. Aber das war halt, es war halt ein Stomp plus ein Spiel, wo es zwar, sag mal, ausgeglichener war von den Kills, wo der Goldlead aber auch für sich gesprochen hat. Es muss jetzt was Neues kommen von DLC, um da irgendwie gegenhalten zu können. Irgendwie, keine Ahnung. Es wurden Gragas, es wurden Galios, es wurden Shen gebannt. Also du hast wenig Tanks, die auf der Toplane möglich gewesen wären. Aber so eine Tank-Comp ist nicht immer die effektivste. Also es gibt halt immer was Besseres, aber es ist leicht auszuspielen, sage ich mal. Und ich weiß nicht, ob sowas nicht vielleicht für DLC jetzt nochmal ein Stückchen besser wäre. Ja, zu versuchen, früher ins Spiel zu kommen und dann eine Comp nehmen, die sich einfach ausspielen lässt. Weil du könntest eine Protect the AD Carry Comp spielen, die im Late Game immer eine der stärksten Comps praktisch darstellt, aber super schwer umzusetzen ist. Und du hattest eben schon was super schwer umzusetzen war und was nicht funktioniert hat. Deswegen, nee. Ich hoffe halt auf, oder was komplett Neues, was komplett Verrücktes. Yasuo Toplane. Nee, den will ich nicht nochmal sehen. Der würde nicht passen. Also Yasuo haben wir vorhin einmal gesehen auf der Toplane, aber auch nur, sag ich mal, als Ausweichmöglichkeit. Ich glaube nicht, dass wir den nochmal zu Gesicht bekommen werden. Da lege ich mein Veto ein. Weil der hat vorhin ganz gut noch reingepasst, aber auch nur, weil alle anderen Solo-Top-Carries so ein bisschen draußen waren. So, eine Minute noch, dann geht spätestens los. Deswegen auch keine Zeit für Storytime. Aber in Zukunft vielleicht mal, wenn wir irgendwie eine längere Wartezeit zwischendrin zu überbrücken haben, dann werde ich das machen. Dann werde ich das auf jeden Fall tun. So, wie sieht's aus? Seid ihr ready? Ich bin auf jeden Fall ready. Ich freue mich aufs nächste Spiel. Ich will einfach was Neues sehen. 7.10. Ich habe den Patch noch nicht oft genug gesehen. Ja, früher, oder was heißt früher? Es war ja so, dass während des Splits wir immer hinterherhingen zum aktuellen Patch. Jetzt sind wir endlich auf dem 7.10er, wo du auch Xayas, wo du Rakan hast, was wir im ersten Best of 5 schon ein paar Mal gesehen haben. Und wo du auch einen Zac hast, der super gut funktioniert. Ja, auch wenn man so ein bisschen diskutieren kann, ob man nicht dieses Zusammenziehen so ein bisschen ändern könnte von der Mechanik. Aber es funktioniert. Es ist super gut. Das Einzige, was wir wahrscheinlich nicht sehen werden, ist ein Rammus oder so. Weil der einfach nicht so gut performt, wie er es tun sollte. Wir switchen jetzt auf jeden Fall erstmal rüber in die Pick- und Bann-Phase. Ich bin sehr dankbar, dass sie jetzt angefangen hat. Denn dann sehen wir wieder, dass die Seiten nicht gewechselt worden sind und dass wieder Gragas und Thresh ausgenommen werden.
Also die Buns bisher immer sehr, sehr ähnlich. Gragas rausgenommen, Orianna rausgenommen, Kennen auf der Seite von den Red Bulls und Thresh und Xayah bei DLC. Gucken, ob sich jetzt irgendwas ändern wird. Im letzten Spiel hatte man noch Zek gebannt, ja, bei DLC. Gucken, ob man das jetzt tun wird. Graves kann man auch rausnehmen, war vorhin, glaube ich, in der zweiten Bannrotation erst gebannt worden, aber ja, ist halt verständlich. Ja, Graves wurde im Early Game ein kleines bisschen genervt auf 7.10, aber im Late Game ist er eigentlich sogar noch ein bisschen besser, weil er halt ein besseres Scaling hat und er war halt schon immer jemand, der im Late Game super strong war. Vor allem, weil Jungler normalerweise so ein bisschen abfallen. Siehe zum Beispiel Lee Sin oder auch Elise. Ja, die sind beide halt Jungler, die gut wären, aber die abfallen. Zek wurde jetzt auch gebannt. Also da ist man sich den Band so ein bisschen treu geblieben. Es gibt auch keine anderen Sachen, die du zwingend rausnehmen müsstest. Warum gibt es kein Overlay? Ich habe keine Ahnung. Ja, wir bekommen ja praktisch den Clean Feed von den Veranstaltern zugeschickt und die schicken uns den so. Also warum man jetzt... Das Ding ist, du hast halt, weil zur Erklärung, es ist kein LAN-Turnier. Also nicht in der Arena, nicht irgendwo großartig aufgezogen. Die Teams sitzen bei sich zu Hause in den Gaming-Häusern und spielen praktisch über Internet. Das heißt, du hast halt keine Kameras, die du einblenden könntest oder so. Du übernimmst jetzt praktisch hier immer die Picks und die Buns. Deswegen ist die Frage, was hätte man sonst in die Mitte machen sollen? Man hätte ein paar tolle LOL-Memes oder so reinbasteln können. Aber ansonsten, also Spielerkameras oder so ist nicht möglich. Daran können wir nichts ändern und die wahrscheinlich auch nicht, weil sonst hättest du es halt irgendwie groß aufziehen müssen. Ansonsten sehen wir erstmal noch einen Jace und einen Varus tatsächlich. Ja, Ashe ist ja altbekannt, genauso wie Kha'Zix. Zu Ashe könnte man jetzt wieder sowas wie Karma zum Beispiel picken, was sehr gut funktionieren würde. Aber auch Lulu wäre eine Variante, Syrah. Da gibt es sehr viele Kombinationsmöglichkeiten. Ich persönlich würde eine Karma wieder ganz gut finden. Oder man sagt halt, wir verschieben das noch ein bisschen und warten, was in der zweiten Pickphase übrig bleibt, damit die Gegner uns nicht kennen, wegbannen. Und genau das macht man jetzt. Varus ist stark, ja, ähnlich wie Ashe, hat auch einen ähnlichen Bild. Er hat auch eine ähnliche Funktionsweise, ist nur nicht ganz so dominant in der Lane und halt, Ashe ist insgesamt ein kleines bisschen besser, aber nicht viel. Jetzt bannt man erstmal LeBlanc, das kann man verstehen. Magi Felix hat in den ersten beiden Spielen wirklich eine gute Performance mit ihr abgeliefert. Sie da rauszunehmen, durchaus verständlich, gar keine Einwände. Sie ist halt auch einfach ein super starker Pick, gerade wenn du wieder splitten willst. Ja, und Jace, den kannst du auf die Toplane oder in die Mitte setzen. Aber egal, wo du ihn hast, du kannst mit ihm auf jeden Fall im Late Game splitten. Und wenn du da halt jetzt noch LeBlanc in der Mitte gehabt hättest, die auch Split pushen kann, dann hättest du halt wieder 1-3-1 spielen können und das wäre sehr schwierig zu bewältigen gewesen für die DLC. Man bannt jetzt Karma, um die Ashe Karma kommen zu verhindern und dann bannt man Lux. Ich habe noch nie in meinem Leben den Lux-Bann gesehen. Aber gut, kann man machen. Die ist ja auch ziemlich strong, dadurch, dass sie die Cooldown so ein bisschen resettet bekommen, wenn sie mit der Ulten Kill macht. Also Damage ist auf jeden Fall vorhanden. Aber es gibt noch genügend Charaktere eigentlich, die übrig bleiben. Lulu wird auch ausgenommen, also man fokussiert hier so wirklich die Botlane von DLC, weil man halt gemerkt hat, hey, darüber kann man doch schon ziemlich viel machen. Jetzt pickt man aber Ashe und Ashe Syrah. Jetzt hat man halt Ashe und Syrah dazu gepickt. Ashe Syrah ist halt eine der stärksten Comps eigentlich, die du seit Anfang des Splits hattest, weil Ashe sehr dominant ist in der Lane und Syrah halt auch super strong ist, was den das Trade-Potenzial angeht, was den Schaden angeht, den sie mitbringt. Gleichzeitig hast du so eine Art zweiten AP-Carry, weil sie halt nicht auf Redemption spielt oder auf Locket, wie so gut wie alle Supporter momentan. Und wieder ein Braum, den man dagegen stellt. Ich würde jetzt sagen, Braum ist eher defensiv zu spielen. Aber es könnte sein, dass man die Lane dadurch verliert und rangepusht wird. Aber im letzten Game hat Braum so aggressiv gespielt, dass ich mich da lieber noch ein bisschen zurückhalte. Eigentlich sollte es aber so sein. Ahri in der Midlane ist ein ganz guter Pick. Bedeutet, wie der Jace geht auf die Toplane, dagegen sollte er gegen Kennen klarkommen. In der Midlane, eine Cassiopeia ist nicht schlecht. Also Miasma kontert Ahri dann doch schon sehr, sehr doll. Und vorher wird es halt auch schwierig, gegen Cassiopeia klarzukommen. Cassiopeia hat halt sehr viel kontinuierlichen Schaden, bringt es. Man merkt, es ist spät und es ist heiß. Cassiopeia bringt auf jeden Fall sehr viel Damage mit und gleichzeitig nochmal CC mit der Ulti, wo es ja im letzten Spiel so ein bisschen gemangelt hat. Du hast diesmal zwar wieder keinen richtigen Engage, außer der Ashe-Ult, aber diesmal hast du Follow-Up ohne Ende. Du hast noch CC mit Syrah, den du runtersetzen kannst, was ab Level 6 in der Lane schon sehr gefährlich werden wird.
Du hast Cassiopeia, die auch ein Engage der Gegner verhindern kann, zum Beispiel mit ihrer Ult. Kennen könnte man als Engage nutzen, aber eigentlich willst du Kennen eher Split-Push-mäßig spielen und im Teamfight nicht zwingend dabei haben. Aber mal gucken. Ja, mal gucken, wie man den hier einsetzen wird. Es gab ja auch schon die Versuche, Kennen mal wieder als AD-Carry zu spielen, was nicht ganz so gut funktioniert hat. Auf der Top-Lane ist er aber immer sehr stark. Jayce kann da gut gegenhalten, weil er selbst Range hat, weil er auch gut traden kann. Aber irgendwann sollte Kennen ein kleines bisschen stärker werden. So, ich switch nochmal kurz auf mich, damit ihr nicht den schwarzen Bildschirm angucken müsst, wenn das lädt. Dann gehen wir auch vielleicht ins letzte Spiel. Aber wir werden es sehen. Ich bin gespannt. Also Lee Sin im Jungle, ich habe es ja vorhin schon gesagt, der ist super strong momentan. Sehr gut im Early Game, was den Schaden angeht, was halt das Gankpotenzial angeht. Einfach, da verfällt er im Late Game ein bisschen ab. Da ist nichts so Ungewöhnliches bei. Kennen wird super strong werden. Jayce ist da am Anfang vielleicht noch auf der gleichen Ebene oder vielleicht sogar ein bisschen stärker, wird aber später abflachen. Braum, Varus, also an sich, du hast halt viel CC-Möglichkeiten im Teamfall später, einfach indem du ein Auto-Attack oder so auf die Gegner raushaust. So, wir sind im Game. Aber Ashe finde ich halt immer ein bisschen stärker als Varus und in der Lane ist sie auf jeden Fall stärker zusammen mit Zyra. Aber erstmal gucken, erstmal abwarten. Ich habe ja eben auch so ein bisschen versucht zu predikten, wie es aussehen wird, alleine von den Matchups. Und da hat dann doch Team Red Bull es geschafft, durch etwas bessere Plays und Rotationen nach vorne zu kommen. Und der gute Center-Braum mit den Glöckchen am Schlitten. Ich finde den Skin immer noch cool. Und man versucht schon wieder so eine ähnliche Trap wie eben. Jetzt wäre es natürlich noch besser machbar, weil du einen Charme hast von Ahri, aber den willst du eigentlich nicht als erstes skillen. Also den wird man hier nur nutzen, wenn man sich hundertprozentig sicher ist, dass man einen Kill bekommt. Das erinnert so ein bisschen ans erste Spiel. Wo man immer wieder versucht hat, Airwax aus dem Spiel so ein bisschen rauszubringen. Nein, zu invaden immer wieder. Gucken, wie Magi Felix jetzt mit Ahri performt. Eben hat er noch LeBlanc gespielt. Ahri ist ja auch ein Assassin und hat auch sehr viel Movement. Von daher ist der Spielstil auf eine gewisse Art und Weise ähnlich. Und es wird gepinkt. Die ganze Zeit. Wenigstens sind wir nicht in der LCK, wo die Pings immer so super laut waren. Er versucht Cassiopeia gleich von hinten rauf zu gehen und Ariel aus der Lane zu vertreiben. Das kannst du am Anfang extrem gut machen mit den Fangzähnen. Man sieht es hier schon. Man hat sogar eine Ladung der Corruption Potion verwendet, um nochmal zusätzlichen Schaden zu machen und gleichzeitig Mana zu regenerieren. Also, ja. Üblicher Start, sage ich mal. Kill Pressure hast du damit trotzdem noch nicht, aber es weist Ahri so ein kleines bisschen in die Schranken. Und diesmal hat Cassiopeia tatsächlich keine Ignite bei, sondern Cleanse, was halt einfach den Grund hat, dass wenn Ahri mal einen Charme landet, du normalerweise gerade mit Lee Sin zusammen ziemlich sicher einen Kill bekommst. Und das versucht man jetzt so ein bisschen zu verhindern. Ab Level 6 könnte man versuchen, irgendwie mit der Ult zu countern. Oh. Na, der Flash von Kha'Zix nicht perfekt. Dadurch kommst du nicht mehr an Lee Sin ran. Zyra wäre da gewesen. Also vielleicht hätte man hier sogar einen Kill kriegen können, wenn der Flash ein bisschen besser gewesen wäre. Auf der Botlane sieht man schon, dass man reingepusht wird. Also, dagegen kannst du wenig machen. Ashe an sich hat schon ziemlich viel Poke, ist da ziemlich gut dabei. Und dann hast du natürlich eine Zyra, die einfach Zoning ohne Ende betreibt die ganze Zeit mit ihren Pflanzen und sich dafür selber nicht mal in Gefahr begeben muss. Sie ist auch squishy, klar, man kann sie auch gut punishen, wenn sie zu nah rangeht. Aber wenn man es richtig spielt, und davon gehe ich in der Gehaltsklasse oder in dem Bereich einfach aus, dann ist sie ja sehr, sehr schwer zu kontern. Gerade mit einem Braum. Ab Level 6 hast du mit der Lane sogar Kill Pressure. Normalerweise ist es schwer, auf der Botlane oder allgemein in den Lanes einen Solo-Kill zu kriegen. Oh, die ist hier noch im Weg Richtung Top-Lane. Schön gemacht hier von Jayce. Nutzt den Flash, um Kennen nach hinten zu hauen. Man bekommt auch nochmal den Flash von Kennen, weil er versucht, aus dem Tower rauszukommen. Und eigentlich sollte hier nicht mehr wegkommen können. Aber Kha'Zix und Cassiopeia, die kommen dazu. Die versuchen hier zu turnen und das schaffen sie. First Blood
für Cassiopeia. Gut gemacht von Team DLC hier. Und die haben diesmal auch eine Teamcomp, mit der ich sage, hey, die haben im Late Game eine Chance. Also, ja, bleibt dabei. Gebt euer Bestes. Denn es ist ein Best of 5 und ein Best of 5 mit einem 3:0 zu verlieren, ist halt immer sehr, sehr, naja, traurig. Ist nicht so motivierend, sag ich mal, für die Spieler. Ja, Syra trifft hier den Ruten nicht und jetzt geht Braum wieder rein. Syra hat ziemlich viel raus. Er hätte versuchen können, da weiter in der zu gehen. Braum aber keine Möglichkeit, sie nochmal zu verlangsamen oder da den Stun schneller raufzubekommen. Auf der Top-Lane sollte Jace halt zumindest beim Farm immer mithalten können, weil er halt selber genügend Range hat, um die Resign zu kriegen. Noch kann Ken da ihn nicht so sehr zurücktreiben, aber es wird schwer ab Level 6. Denn dann hat Kennen so einen unfassbar großen Self-Peel, dass ein Engage für Jace nur schwer möglich wird. Und er muss halt gleichzeitig gucken, dass Kennen nicht zu nah an ihn rankommt. Beide gute Split-Push-Charaktere. Jace wird da auch ziemlich stark im Mid-Game werden. Aber im Late-Game sehe ich Kennen ein bisschen weiter vorne. Einfach, weil er, wenn er sowas baut wie Blade of the Rune King, wird jetzt als erstes wahrscheinlich kommen. Dann kommt ein Runans. Dann wird sowas. Also Runans kann man machen, muss man nicht. Runans ist aber gut, wenn du mehr Wave Clear haben willst, wirklich auf den Split-Push gehst und halt auch im 1v2 später Chancen haben willst. Frozen Mallet sollte man auf jeden Fall noch dazu holen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, Wits End zu nehmen, wenn die Gegner viel Magieschaden haben, was hier nicht zwingend notwendig ist. Du hast halt auch keinen direkten Gegner in der Lane mit Magic Damage. Aber Kennen an sich sollte hier ein wirklich guter Pick sein. Er gefällt mir auf jeden Fall schon mal auf dem Papier besser als ein Rumble. Weil selbst wenn du Kennen nicht zum Split-Pushen nutzt, ist er immer noch sehr stark im Teamfight, einfach weil er die Ult mit dem CC mitbringt und mit einem Runans auch sehr viel Schaden macht. Aber mit Runans bekommst du bei ihm, ähnlich wie bei Caitlyn, einfach häufiger deinen verstärkten Auto-Attack, kannst also mehr Schaden verteilen, kriegst schnell den Stun raus etc. Du machst halt an mehreren Zielen Schaden. Sind jetzt wieder auf dem Weg Richtung Top-Lane. Er wird aber gespottet. Also eigentlich kann Kennen sich da zurückziehen. Er hat jetzt nur Level 6, bleibt also ein bisschen unvorsichtiger. Hat aber keine Probleme. Trotz des fehlenden Flashes kommt er da raus. Es ist halt Kennen. Er hat noch ziemlich viel Movement Speed, mit dem er dann versuchen kann, immer entkommen zu können. Ja, der gute DPS Kennen. Eigentlich ja so entstanden, dass man Kennen gerne mit einem AD Carry zusammengespielt hat und dann gesagt hat, ja, Kennen kann ja gut für den peelen mit der Ult. Dann hat man gemerkt, eigentlich kannst du ja Kennen auch als AD Carry spielen. Der kann für sich selbst peelen und dann ist man auf die Idee gekommen und hat gesagt, hey, mit den DPS- und On-Hit-Werten kannst du ja richtig gut Split pushen und für dich selbst peelen und bist, zack, praktisch ein zweiter AD Carry. Und dann hat man sich gedacht, hey, wir spielen ihn einfach auf Top. Kommt natürlich noch dazu, dass diese AP-Variante von ihm so ein kleines bisschen genervt wurde. Also ein bisschen weniger Randomness hat. Früher war es ja so, dass die Blitze, glaube ich, ziemlich random runtergekommen sind. Jetzt kommen die halt flächenmäßig runter. Aber halt nicht mehr so strong wie früher. Ja. Syra. Die ist so nervig in der Lane. Ich bin gespannt, was sie bauen wird. Rylas wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, weil dann verlangsamst du die Gegner auch noch zusätzlich. Hältst sie länger an deiner Reichweite von deinen Pflanzen. Machst halt noch mehr Schaden. Und ansonsten ist es halt schon, das ist eine Botlane, mit der du ab Level 6 Kill Pressure hast. Was du halt sonst im Competitive-Bereich nicht so oft hast. Ashe Malzahar wäre zum Beispiel auch noch eine Variante oder so. Aber Syra bietet selbst so viel CC und so viel Schaden, dass es sich halt zum einen lohnt, sie auf AP zu bauen und du einen zweiten AP-Carry hast. Und zum anderen halt einfach wirklich gute CC-Chains allein schon mit dieser Botlane aufbauen kannst. Und du hast da zusätzlich noch den Stun von Cassiopeia und ihr Miasma, was ziemlich gut ist, um sowas aufzubauen. Und einen Kennen, den du aber eigentlich nicht dabei haben willst. Aber Kennen, den willst du nicht dabei haben. Den schickst du halt lieber auf die Solo-Lane. Und sagst dem, weh, du kommst zu uns. Push einfach durch. Thank you.
Cassiopeia hat ihre Träne komplett fertig. Wird danach wahrscheinlich Richtung Hextech, keine Ahnung wie es heißt, GLP oder so, gehen oder gegen Roll of Ages. Eins von beiden. Auf jeden Fall ein Katalysator als erstes. Wäre eine gute Möglichkeit, weil du euch ein bisschen Tankiness bekommst, also ein bisschen Leben und vor allem Mana, was du ja so oder so zum Spammen brauchst. Das Hextech-Item wäre insofern gut, dass du die Gegner nochmal slowen kannst und zusätzlich nochmal nah an dir dran hältst zu dem Gift. Sonst nimmst du halt Stab des Zeitalters. Beides wäre möglich. Der Botlane, wie schon gesagt, die Builds von den AD-Carries werden ähnlich sein. Beide gehen als erstes Richtung Blade of the Rune King. Dann sollte ein Runans folgen. Dann vielleicht ein Phantom Dancer, je nachdem wie viel Geld man hat und auf welche Richtung man gehen will. Ah, 0 zu 1. Und diesmal liegt Team DLC vorne. Was sie in den letzten beiden Spielen noch nicht so hatten. Jetzt wartet man auf der Toplane. Ah, Kennen riecht das. Der ist halt einfach ein Hamster mit einer extrem guten Nase. Der weiß, dass da Lee Sin im Busch lauert. Jetzt geht er sogar mega weit zurück. Man will jetzt den Top-Lane-Tower holen und den könnte man sogar zu dritt kriegen. Also Ari ist dabei, wenn Ken jetzt alleine dahin geht. Er hätte die Ult, um die Gegner ein bisschen zu stunnen, aber man versucht jetzt lieber den First-Bar-Tower in der Midlane dafür zu holen. TP könnte aber ein bisschen schwer sein. Natürlich macht Ken einen guten Schaden an den Türmen, man sieht schon, aber zu spät. Trotzdem ist so ein, also an sich, den ersten Tower zu kriegen, besser, ja, weil du wesentlich mehr Gold bekommst. Der Midlane-Tower ist so, sagen wir mal, von der Position her ein kleines bisschen wichtiger. Weil er die Map ein kleines bisschen öffnet. Ja, du kannst besser in den gegnerischen Jungle gehen und warden, die Gegner ein bisschen besser chasen, weil die keinen Rückzugsort in der Midlane haben. Und man versucht aber für den Tier 2 Tower zu gehen. Und das könnte das Ganze halt wirklich worth machen. Das gefällt mir gerade bei den Red Bulls wirklich gut. Auch im letzten Spiel haben sie schon einfach gesagt, gut, wenn ihr euch einen Tower holt, holen wir uns halt einfach noch einen zweiten. Vorhin war es noch ein dritter, den kriegst du hier auf keinen Fall. Aber einen Tier 2 Tower jetzt schon zu kriegen, ist nicht verkehrt. Dafür verliert man aber auch den Botlane Tier 1 Tower. Also nicht ganz so optimal. Weil man da auch nicht rechtzeitig wieder zur Botlane gekommen ist, um die zu verteidigen. Also dieses Spiel ist ausgeglichener. Auch von den Teamcoms her. Zumindest als die letzten beiden Games. Aber also zumindest das, was ich in den letzten beiden Spielen gesehen habe, lässt mich so ein kleines bisschen mehr auf die Red Bulls tippen. Man hat die Botlane inzwischen in die Mitte rotieren lassen. Eine der besseren Möglichkeiten. Auf der Botlane hast du keinen Tower mehr, um dich zu verteidigen. Die ist ziemlich lang. Daraus zu pushen ist super gefährlich. Toplane könntest du zwar hingehen, aber da kannst du selber nicht mehr pushen, weil du da halt schon die beiden Türme zerstört hast. Deswegen ist Midlane noch ganz akzeptabel. Man könnte aber trotzdem sagen, wir gehen Richtung Toplane. Einfach um Varus auf einer sicheren Lane farmen zu lassen. Aber da stellen wir jetzt erstmal Jace weiter gegen Kennen hin. Und Kennen wird als erstes Richtung Blade of the Rune King gehen. Wer hätte es gedacht? Seitdem es überarbeitet wurde, ist Blade of the Rune King einfach super beliebt. Wurde auch vorher schon gerne auf Ken gebaut, aber jetzt ist es halt ein gutes Start-Item. Du bekommst Sustain durch die Magieresistenz, du bekommst schneller deinen Autotext raus, was bedeutet, du bekommst auch schneller den verstärkten Autotext, schneller deine Stunts, kannst besser pushen. Jetzt der Herald in der Mitte. Man aktiviert den immer sehr, sehr sicher. Oh, das war schön. Ah, damit bekommt zumindest Braum den Kill und gleichzeitig... Oh, gut gemacht da gerade. Der Cassiopeia holt ausgewichen, den Kick auch nochmal genutzt. Die Frage ist, kann man da noch hinterherkommen? Q reicht für den Kill. Kha'Zix holt sich den 1:1 Ausgleich. Also bei diesen beiden. Ja, Ash hat man vorher noch in der Mitte bekommen. Aber der Herald, den hat man glücklicherweise und clevererweise vorher genutzt. Dadurch pusht jetzt einfach weiter die Midlane zusammen mit Maggi Felix, Cedrian und Kha'Zix. Und die holen sich auch nochmal Kha'Zix. Ah, die Zyra Ult ist nicht sehr angenehm. Aber man sollte das überleben können. Oh, das ist gefährlich. Das ist gefährlich, dass die Ashe hier getroffen hat. Stun hinterher von Ken und das hätte nicht passieren dürfen. Ari hat aber auch keinen Flash mehr. Also da muss man sagen, hätte sie wenig gegen machen können. Damit hätte man so ein kleines bisschen rechnen können. Aber gut.
Ja, man hat den Tower, den ersten zumindest in der Mitte bekommen, den zweiten haben wir noch ein bisschen ankratzen können. Drei zu drei. Und die Spiele von den beiden Teams sind einfach sehr langsam und bedacht. Was eigentlich immer ein gutes Zeichen ist. Ja, Mugen versucht ja auch so ein bisschen Vision wieder aufzubauen. Nicht in die Gegner reinzulaufen, weil das wird bei einem Kha'Zix auf jeden Fall sehr unangenehm werden. Gerade wenn er Backup bekommt. Von zum Beispiel Cassiopeia. Blade of the Rune King bei beiden. AD Carry ist fertig. Ash hat sich für Ninja Tabi entschieden und war auch für die Magieresistenz. Ist nicht schlecht, wenn man bedenkt, wie viel Magic Damage eigentlich Team DLC hat. Weil Cannon, selbst wenn du ihn als DPS-Charakter baust, also auf Auto-Attacks und Attack-Speed und On-Hit-Effekte, dann ist er halt immer noch jemand, der sehr viel AP-Schaden macht. Gerade wenn er sich später entscheiden sollte, Wits End zu bauen, was die Magieresistenz nochmal ein bisschen runternimmt, dann hast du Zyra als kompletten AP-Carry anzusehen, auch wenn sie länger braucht, weil sie halt nicht selber Farm bekommt. Und du hast halt Cassiopeia. Also Magieresistenz ist hier einfach viel nützlicher, gleichzeitig gegen den CC der Gegner. Eine gute Entscheidung. Deswegen sehen wir die Schuhe auch dreimal bisher in dem Team. Mentor konnte man sich holen. Auf der Botlane muss man jetzt gucken, dass man Zyra irgendwie beschäftigt, solange wie Lee Sin hier CC'd ist. Schafft das auch ganz gut und kann wieder Tower gegen Tower traden. Ja, Lee Sin jumpt nochmal weg. Jetzt will Ken aber hinterher. Und der hat seine Ult, glaube ich, schon wieder ready, wenn ich das richtig sehe. Oder ein Fitzelchen ist, glaube ich, noch. Ja, es war ein ganz kleines bisschen, was zur Ult gefehlt hätte. Kaum Ult, der Knockup trifft schon mal. Autotech sitzt, damit braucht man jetzt nur noch ein paar Autotechs, um ihn zu stunnen. Einer noch, den kriegt man auch. Aber dann muss man sich zurückziehen, weil Kha'Zix dabei ist und weil Zyra dann doch zu gefährlich wird. Ja, es ist halt ein ewiges Hin und Her. Insgesamt finde ich aber die Comp von DLC diesmal besser als in den letzten Spielen. Und auch insofern gut, dass sie halt gutes Scaling ins Late Game haben. Ash scaled gut, Cassiopeia scaled gut, Ken scaled gut, Kha'Zix auch. Kha'Zix auf jeden Fall besser als Lee Sin. Jayce wird ein kleines bisschen mehr abfallen. Bei Ahri kommt es darauf an, wie man sie umsetzen kann, weil du da immer noch sehr viel Pick-Potenzial hast. Und auch Varus ist zwar immer noch effizient, aber ein kleines Stückchen schwächer als Ash. Zumindest, was die Utility noch angeht mit den Ults. Weil die Varus-Ult ist nicht ganz so leicht zu treffen, auch nicht so ein guter Single-Target-CC, um ein Engage zu finden, aber du hast halt, sagen wir mal, bessere Disengage-Möglichkeiten. Die wird hier festgehalten und das ist halt Zyra. Das tut super weh. Kann sie nochmal wegkommen? Ein Charge mit der Ult hatte sie noch. Der Auto-Tag von Immersein reicht, um Ken den Kill zu geben. Und das ist close. Man tradet hier noch 1 gegen 1. Jetzt kann man Ken aber holen, weil er ein bisschen zu greedy war. Cassiopeia kommt auch zu spät. Und damit ist es doch noch ein bisschen besser für die Red Bulls verlaufen. Ja, Zyra ist aber trotzdem super gefährlich. In der Lane halt schon sehr stark unterwegs gewesen. Und jetzt siehst du halt einfach, du hast einen zweiten AP-Carry. Und der Damage ist halt einfach super stark. Wenn du da einmal die komplette Combo abbekommst, RIP. Jayce ist auf der Botlane unterwegs. Eigentlich willst du wieder Jayce gegen Cannon hinstellen in den Lanes, dass die halt gegeneinander spielen, weil Jayce halt ganz gut gegen ihn klarkommt. Es ist halt nicht echt einfach, weil Cannon HCC hat und sowas ist halt immer sehr schwierig zu bewältigen im 1v1. Cannon wird nicht mehr gegen Jayce sterben, in keinem Fall, weil er halt einfach im Notfall immer wegkommt und halt inzwischen zu tanky wird, sage ich mal, sofern man es so bezeichnen kann, weil er hat Durant Shield, er hat Ninja Tabi und er würde jetzt Richtung Frozen Mallet gehen, was ihn auch nochmal ein bisschen tankiger macht. Also das ist schwierig. Die besten Chancen von den Red Bulls sind einfach Catches. So wie hier mit einem Charm von Ahri. Zwar kriegt man hier noch nicht den Kill auf Kha'Zix, aber man bekommt ihn low. Und sowas musst du halt nur nochmal schaffen, dass du irgendwie Follow-up dabei hast beim nächsten Mal. Ja, den Drachen hat man. Damit 1:1, was die Drachen angeht. Der Baron in 1 Minute 30 da. Herald hat man schon bekommen vorhin. Den nutzt man diesmal sehr effizient und sehr früh. Das finde ich gut. Ist halt auf jeden Fall nützlicher als der alte Herald. Kommt nur noch selten vor oder kam heute selten vor, dass wir den Baron haben spawnen sehen, ohne dass der Herald vorher gemacht worden wäre.
Jace zumindest Wave Clear. Kann Kennen auch immer vertreiben, aber irgendwann wird Kennen stärker werden. Weil Kennen halt einfach besser skaliert. Na, du hättest Jace auch noch mit Träne bauen können. Machst du eigentlich nicht mehr, weil du es nicht mehr brauchst und damit im Early Game stärker bist. Du wärst im Late Game kleines bisschen besser gewesen durch die Träne. Aber hier entscheidet man sich, glaube ich, genau richtig und versucht eher Early Game-lastig zu spielen. Wenn man sich jetzt fragt, warum hat der Hexdrinker, ja, und warum hat er die Magieresistenzschuhe, hilft ihm nicht nur gegen Syrah oder Cassiopeia, sondern auch gegen Ken, weil der immer noch sehr viel AP-Damage macht. Auch wenn die Autotex besonders nervig sind. Flash Engage von Ahri, aber die steht viel zu weit vorne dadurch und kann damit von DLC geholt werden, die einfach mit einer Syrah kontern. Ja, der Root ins Gesicht und dann machst du nichts mehr. Kann man machen, man hätte es aber nicht machen müssen. Das passt nicht zwingend zu dem, was ich in den letzten Spielen gesehen habe, dass man einen Engage nicht zwingend forcen will. Denn natürlich ist so ein Ahri-Engage stark. Ja, du hast es halt damit wirklich einfacher, sag ich mal, den Charme zu treffen, die Gegner down zu bursten. Aber wenn das nicht funktioniert, bist du halt meist RIP. Und das war jetzt der Fall. Somit jetzt die Gegner hier ein bisschen besser dabei. Und es könnte wirklich sein, dass man sich hier nochmal einen Sieg holt. 5 zu 5. Goldvorsprung nur ganz, ganz gering für... Oh, für RB. Hier geht man nochmal auf Kennen. Der hat jetzt aber die Ult. Damit stunt man die Gegner. Varus versucht nochmal ein bisschen zu kontern. Man kriegt den Kill. Lee Sin kommt ganz knapp raus. Und auch noch ein TP von Jace, der nicht hätte zwingend sein müssen. Er hat ihn selber nochmal abgebrochen. Aber er hätte auf keinen Fall sein müssen. Ja. Dann hätte man den jetzt noch übrig. So versucht man den Tower zu pushen und hätte dann Richtung Baron TPen können. Wenn man die Gegner jetzt praktisch zum Rückzug zwingt. Denn die DLC haben sich gedacht, aha, wenn Jace zurückgeht, na, es ist ja ein bisschen nach hinten gelaufen, dann machen wir einfach Baron, weil der niemals schnell genug da ist. Jace hat sich dann aber gedacht, okay, dann bleibe ich halt auf der Lane und pushe. Und dadurch kann DLC nicht weiter den Baron machen. Die wurden von Ahri bedroht, Lee Sin war auch in der Nähe. Es wäre also schwer gewesen, den Baron zu bekommen und sie haben auf jeden Fall einen Tower verloren dadurch. Und wenn sie sich dann nicht zurückgezogen hätten, hätten es vielleicht auch noch mehr werden können. So Stück für Stück, wie sich hier die Red Bulls so ein bisschen was holen. Es kann reichen, wenn man das Spiel jetzt zeitnah beendet. Weil Kennen kann irgendwann in einem 1v2 einfach die Lane durchpushen. Du hast dann, wenn du Runans kaufst, was ich immer noch empfehlen würde, weil es halt einfach sehr stark ist, hast du sehr viel Damage gegen beide Ziele, hast super viel Wave Clear, hast noch deine Ulti-Stunt, also die verstärkten Auto-Attacks etc. pp., die halt dafür sorgen, dass du im 2v1 meistens so viel Schaden machst, dass du halt noch einen Kill kriegst, bevor du irgendwie vertrieben wirst. Weil du hast halt unfassbar guten Self-Peel. Dann dazu später noch ein Wits End. Ja, hier schön Auto-Attack oder On-Hit-Effekte besser gesagt. Wo du den Gegner Magieresistenz entziehst, dass du noch mehr Schaden machst mit deiner Ult und dann läuft. Aber da musst du halt erstmal hinkommen. Und da müsste möglichst Team RB das Spiel vorher beenden, wenn es geht. Und die sind auf jeden Fall besser dabei als in den ersten beiden Games. Sie liegen noch ein kleines Stückchen hinten, was das Gold angeht. Ungefähr, na, sagen wir mal, 2400 Gold. Aber sie haben mehr Türme, haben mehr Kills. Und ich glaube, die Moral bei ihnen ist in diesem Spiel auch ein bisschen höher, weil man merkt, es ist nicht irgendeiner von ihnen, der so viele Kills abgibt, der hier sehr oft fokussiert wird, sondern es ist ausgeglichen. Und die müssen sich jetzt halt echt zusammenreißen, wenn sie noch eine Chance haben wollen, in die Challenger Series einzuziehen. Denn das hier könnte das letzte Spiel für sie sein. Ken wartet einfach nur. Kannst du machen. Na, du lässt dir jetzt ein bisschen Zeit, denn die Wave bleibt hier erstmal an dem Punkt und versuchst halt irgendjemanden zu trappen. In einem 1v1 ist Kennen einfach strong. Na, jetzt sieht man aber gleich Jace in der Midlane und dann sollte er anfangen, aktiv zu werden. Ja. Man sieht, Jace ist in der Midlane unterwegs. Mit dem Team, also fängt Kennen an zu pushen. Ist noch nicht ganz so effizient, weil er noch keinen Runans hat und deswegen nicht so hohen Wave Clear. Es geht auf jeden Fall, aber es ist halt nicht mehr nicht so strong, wie es sein könnte. Aber du schaffst es jetzt halt, die Wave wieder so ran zu pushen, dass Jace wieder runter muss. Du kannst jetzt Richtung Mitte rotieren zu deinem Team. Da müssen die Gegner dann den Tower verteidigen. Oder du bleibst halt auf der Botlane und pusht Jace weiter rein. Beides funktioniert gut. Genau das zweite davon wird man jetzt machen.
Ja, Baron, man hat genügend Vision. Also eigentlich sollten Team DLC den nicht anfangen können, ohne dass es Red Bulls mitbekommt. Red Buff noch für Crowny. Und dieses Spiel ist halt wieder super langsam. Aber nicht auf eine schlechte Art und Weise. Also beide Teams spielen da wirklich gut. Die einzige Aktion, die ich hier so ein bisschen zu bemängeln habe bisher, war der Flash Engage von Ahri. Den man natürlich auch irgendwo rechtfertigen kann. Ein großes Problem, was RB gerade hat, was die Red Bulls gerade haben, ist, dass sie vorher immer noch Tower traden konnten. Und das wirklich gut. Also sie haben meistens zwei für einen bekommen oder haben den einen dann halt zumindest noch ziemlich low gekriegt. Das wird jetzt nicht mehr möglich sein. Zumindest nicht mehr so in diesem Maße wie im Early Game. Die Sinn so langsam immer schlechter wird. Verhältnismäßig. Jace wird ein kleines bisschen abfallen. Und der Cannon ist besser. Der ist halt besser als Jace. Jace, man merkt es auch, er kann nicht raufgehen, kann nicht traden. Man hat sich jetzt für Wits End entschieden. Noch vor Runans kannst du machen. Der Effekt ist halt so oder so schon gut. Ja, mit dem Magieresistenz Clown. Und du kriegst auch gegen Ahri ein paar Resistenzen, die du brauchst, um nicht von ihr gecatcht zu werden. Ich persönlich hätte Runans besser gefunden. Aber es ist halt immer so, ne, die spielerische Entscheidung, wo man sich halt besser drauf fühlt, wo man sich sicherer mitfühlt. Und von mir ist es halt Meckern auf hohem Niveau. Müsste halt nicht sein. Der Drache für Kha'Zix. Ja, ein Winddrache, der zwar nicht so effektiv ist, gibt nur ein bisschen Movement Speed. Aber wenn man später Richtung Ahndrache kommt, dann ist jeder Drache entscheidend, weil es Bonus-Damage bietet. Und das könnte halt sein, was ihr Spiel entscheidet. Ein so ein Buff wie der andere oder ein Baron. Damit könntest du das Spiel vielleicht komplett drehen. Jace kann hier sogar, obwohl er versucht zu trappen, nicht mal richtig auf Cannon raufgehen. Weil, ja, wir sehen, wenn er halt zu lange dran bleibt, er gestunt wird und dann halt zu viel Damage kriegt. Er hätte es versuchen können, weiter durchzuziehen, aber er hätte es nicht geschafft. Das auf jeden Fall nicht. Ja, Varus hier mit der Ult. Man kommt aber trotzdem nicht an Kha'Zix ran. Eschult hat getroffen. Charm sitzt auch nicht schlecht. Esch jetzt low. Ahri versucht weiter reinzugehen. Jetzt muss man nur noch irgendwie hinterherkommen. Die Sins Q trifft nicht. Braum aber mit dem Flash Engage. Der Knockup trifft. Auch der Stun, den sollte man sofort ausgelöst haben. Es reicht aber noch nicht an Damage. Da fehlt noch jemand. Und da kommt er, der Jace, der Zyra nicht trifft. Tja. Aber dafür sitzt diesmal die Lee Sin Q und die Esch sollte man eigentlich haben. Die Esch sollte man eigentlich haben. Die Esch hat man auch. Jetzt muss man sich nur beeilen, dass man noch pusht, weil Ken holt sich in der Zeit den Botlane Tower. Kann auch versuchen, sogar noch für den nächsten Turm zu gehen. Während die Red Bulls hier zu fünft natürlich den ersten Base Tower auf der Toplane holen werden und dann auf den Inhib gehen, weil sie auf der Botlane, auf der Midlane nicht genügend Vasallen gehabt hätten. Ah, Kennen, ah, den aufzuhalten wird aber schwierig. Ahri ist jetzt schon mal da. Sie hat ein bisschen Wave Clear. Wenn sie das Q richtig trifft, wenn sie es komplett durchsetzen kann. Das reicht noch. Gerade so. Runans ist nicht mehr so OP wie früher. Das ist auf jeden Fall richtig. Aber du hast immer noch gute Möglichkeiten, sage ich mal, um die Wave schneller zu clearen und ein bisschen schneller zu pushen. Deswegen fand ich es halt angenehm. Und gleichzeitig hast du halt auch, wenn du von mehreren Leuten angegriffen wirst, halt gute Möglichkeiten, dem entgegenzusetzen oder denen zur Wehr zu setzen. Ist gegen Tanks ein kleines bisschen nützlicher als gegen Jace, weil Jace halt auch Range-Auto-Tanks hat. Für den sind die nicht ganz so nervig, weil er sich halt immer noch entscheiden kann, auf Abstand zu bleiben. Aber Runans ist halt trotzdem noch cool. Runans ist cool. Kauft Runans einfach, weil Runans cool ist. Ja? Drei Auto-Tanks sind doch immer besser als einer. Das ist mal eine Weisheit. Blubber für Ahri. Da versucht man sich jetzt nochmal mit ein paar Buffs irgendwie durchs Spiel zu helfen. Die macht natürlich sehr viel Schaden, aber die Gegner sind alle, sagen wir mal, so gut dabei diesmal, dass es schwer wird, wirklich jemanden rauszucatchen. Cannon, Tanky, durch Frozen Mallet und Wits End. Dann hast du Kha'Zix, der auch langsam ein bisschen Magieresistenz baut. Du hast Cassiopeia, die so oder so durch Stab des Zeitalters tanky wird.
und sogar noch das Schild von Umarmung des Seraphen hat. Du hast Ash, die den Charme kontern kann mit QSS. Also es wird schwierig, da irgendwie Ahri effizient einzusetzen. Auf der Top-Lane will man jetzt trotzdem raufgehen. Man hat noch keinen Cleanse. Und das reicht, um sich hier einen Kill zu holen. Die Ashold geht daneben. TP wird auch nochmal abgebrochen. Gut. Mit dem Lee Sin zusammen ist das auf jeden Fall möglich. Typischer Casterfluch. Du erzählst gerade irgendwas und dann passiert etwas, was dich ja so ein bisschen, was dir so ein bisschen widerspricht. Der Botlane jetzt kennen und dann muss ich Jace zurückziehen. So traurig es ist, aber er wird keine Chance gegen Cannon haben. Ash einfach durchspawnen. Aber in der Zeit kann man zumindest versuchen, auf der Toplane durchzupushen und den Inhib zu kriegen. Weil wenn du das schaffst, wenn du den Inhibitor bekommst, bevor Cannon einen kriegt, dann kannst du auch jemanden gegen Cannon abstellen und trotzdem wirst du im Pushen besser sein. Inhib down. Und das nimmt ein kleines bisschen Druck von den Red Bulls runter, wenn man jetzt den Botlane-Tor nur verteidigen könnte. Kann man aber nicht. Cannon versucht sogar hinterher zu gehen. Der Flash von Jace ein bisschen zu spät. Schafft es auch nicht perfekt hinterher zu gehen. Kriegt aber trotzdem den Kill. Sehr, sehr knapp gewesen. Warum nicht gleich so? Ja, er musste halt warten, bis Cannon alles draußen hatte. Bis er nicht nochmal instant gestunt werden kann. Das war close. Und es wird nicht zwingend eindeutiger werden für Jace, sondern eher für Cannon. Also, man sollte gucken, dass man dieses Spiel schnell beendet. Ich weiß, ich sag schon eine Weile. Aber umso wichtiger ist es, dass man schnell beendet. Jetzt versucht man natürlich den Baron zu machen. Das wäre die perfekte Möglichkeit, um nach vorne zu kommen. Und sich den Vorsprung zu sichern, den man braucht, um zu gewinnen. Cannon hat auch kein TP, selbst wenn er gleich wieder da ist. Also man würde maximal gegen vier Leute kämpfen. Ahri versucht jetzt hier Kha'Zix abzuhalten. Kick von Lee Sin, um ihn rauszuhalten aus dem Pit und damit kriegt man den Baron. Gut gemacht, jetzt muss man sich nur noch einmal zurückziehen und halt wirklich voll heilen. Und die Gegner dürfen nichts kriegen in der Zeit. Werden sie aber auch nicht. Nächste Drache ist auch nicht der Ahnendrache, also entspannt. Das war super wichtig, dass man den bekommen hat. Wenn man den jetzt verloren hätte, hätte Ken versuchen können durchzupushen. Du hättest ihn nicht aufhalten können. Außer mit zwei oder drei Mann, aber dann hättest du halt eine andere Lane verloren. So, gut gemacht. Auch Lee Sin, dass er Kha'Zix nochmal weggekickt hat, nachdem man gemerkt hat, Ahri kann den alleine nicht verteidigen, weil sie sterben würde. Lee Sin rübergegangen, ihn weggekickt, zurück und dadurch kam Kha'Zix nicht mehr rechtzeitig ins Bild. Egal, was er gemacht hätte. Nochmal ein Wasserdrache. Und ich glaube, in diesem Spiel waren es auf beiden Seiten Wind und Wasser. Ich glaube, beide Teams haben sowohl einen Wind- als auch einen Wasserdrachen. Berichte ich mich, wenn ich falsch liege, weil ich habe hier natürlich keine Anzeige. Deswegen kann es halt schon mal sein, dass ich mich da so ein bisschen irre nach den 1000 Drachen, die wir heute schon gesehen haben. Man versucht jetzt einfach Toplane, ne? Pusht von selbst rein. Man kennt es ja, Supervasallen. Die sind halt einfach alle auf Steroide. Deswegen versucht man die Mitte und die Botlane so ein bisschen reinzupushen, macht das im 2-3, dass man da auf der sicheren Seite ist. Ahri kann auch sehr schnell rotieren, genauso wie die Sin, die haben 4 Movement, man geht sogar nochmal rein. Sollte man sich gegen Cassiopeia mal zweimal überleben, aber überlegen, Entschuldigung, aber die Ult von ihr hat nicht getroffen, somit alles gut. Und so langsam, schön geschildet vom Raum, so langsam muss man die Toplane verteidigen, weil da die Supervasallen kommen und dann kann man einfach die anderen Lanes reinpushen. Der nächste Tower down, der einzige Tier 3 Tower, der noch steht, ist der auf der Botlane. Den bekommt man jetzt auch. Charme. Und hier nicht treffen. Ich würde lieber die Midlane sehen. Die Botlane natürlich auch interessant, weil man da den Tower kriegt. Aber es war in der Midlane gerade ziemlich knapp für Lee Sin. Und auch für Jace, wenn ich mich nicht irre. Der hat sich hier ein kleines bisschen fangen können. Man wartet jetzt auf die nächste Wave. Ahri ist schon mal nach unten gegangen, um den Vasallen so ein bisschen entgegenzugehen, sie früher zu buffen. Ich glaube, dadurch bekommt man auch immer noch Movement Speed. Also die Vasallen bekommen dadurch Movement Speed. Der nächste Tower down. Noch ein Inhibitor, der steht. Und in der Zeit pushen oben schon die Super Vasallen. Bald werden sie auch in der Mitte kommen. Es wird schwer für DLC, das zu verteidigen. Die Frage ist, will es jetzt Team Red Bulls wirklich durchziehen? Ja, wollen jetzt auf Teufel komm raus hier versuchen durchzupushen? Sie haben die Möglichkeit dazu. Locket bei Braum auch immer noch ab.
es nochmal so ein klein bisschen Fight-Potenzial gibt. Der Charme hat getroffen, man versucht hinterher zu gehen. Kha'Zix bekommt man auch und das ist der Engage, den du brauchst, um das Spiel zu beenden. Man bekommt hier zwei Kills, den letzten Inhibitor. Lee Sin kommt sogar nochmal raus. Charme trifft zwar nicht nochmal, aber Cannon wird von Lee Sin geholt, obwohl er einfach reinspringt in die aktivierte Ult von Cannon. Und das ist das 3:0 für die Red Bulls. 3:0 für Team Red Bull. Yay. Ja, sehr, sehr souverän gespielt. Also die ersten beiden Spiele wirklich eindeutig. Das dritte war so ein kleines bisschen wackelig, sage ich mal. Auch wenn man vom Gold her, wie man jetzt sieht, vorne lag. Das hat sich aber am Ende erst so ein bisschen in die Richtung gegeben, weil diesmal hat die Teamcomp von LDLC auch besser funktioniert. Ja, da hat man Sachen dabei gehabt, die auch Sinn ergeben haben. Fand ich sehr gut. Die haben auch Potenzial, aber es hat nicht gereicht. 3:0 heißt auf jeden Fall, Team Red Bulls ist weiter und das verdientermaßen. Also sie haben wirklich einen sehr guten Job meiner Meinung nach abgeliefert oder sehr gute Spiele abgeliefert. Haben durch Rotation überzeugen können, haben auch durch dieses aggressive Pushen, was sie durchgezogen haben, immer mehr Tower rausgeholt aus den Trades. Sehr, sehr schön. Ja, das bedeutet aber, wir sind für heute durch. Schade natürlich. Ja, wir hätten auch noch 4 Stunden länger casten können, wenn es mehr Spiele gewesen wären. Waren es aber nicht. Trotzdem, vielleicht ist draußen noch hell. Ich sehe es nicht. Wir haben schwarze Vorhänge. Wenn draußen noch hell ist, nutzt das schöne Wetter aus. Ich werde es nicht tun. Ich werde nach Hause fahren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War mir eine Ehre, für euch casten zu dürfen. Ich bin behaart mit Bart für die Leute, die sich immer noch fragen, wer ihr castet. Es ist vorbei. Ja. Und wir sehen uns vielleicht nächste Woche schon wieder, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht, je nachdem, was bei mir jetzt passieren wird, ob ich bei Summoners Inn bleibe oder nicht. Ich hoffe es. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut da rein. Euer Behaart mit Bart. Ciao. Macht das wunderbar! Was ist denn da los?